Hi, in der letzten Folge sind die beiden bei der Rotkappe bei Steffen eingebrochen, haben ihm den Milchzahn geklaut und David hat Handschuhe mitgehen lassen. Und Diebstahl zahlt sich nicht aus. Also, keine Ahnung, jedenfalls nicht für Sophie, denn die muss ja am Ende ihren Fuß opfern. Scheiße war's. Viel Spaß und bleibt geil. Ich stelle meine Frage nochmal, ist die Schneekugel chemisch? Ist sie, liegt da nur ein chemisches Dings drüber oder? Sie ist auch ein Schatz. Okay. Bei dem Zahn, das ist eine komplizierte philosophische Frage, die wir heute nicht beantworten. Nee, das ist ja alles okay. Sophie, du kommst irgendwann nach Hause. Du hast keine Unterarmstützen bekommen. Okay. Warum nicht, Schweine? Weil du ja nicht da geblieben bist und die hatten leider keine da, die hätten sie erst anfordern müssen. Die haben immer welche da. Ja, du hast welche bekommen, Mann. Aber denk dran, die Krankenkasse bezahlt dir im Leben genau ein Paar, nicht verlieren. Tja. Ja, nichtsdestoweniger, Willst du erstmal Sulpez abholen? ja. Vollkommen meine ich. Also du gehst zu Rolando, Ja. der zusammen mit dem Wanst und dem Dude Mensch ärgere dich nicht spielt. In der Tat scheint es, als würde Volker sich recht wenig ärgern. Sondern einfach Spaß mit den anderen beiden haben. Der Wanz blickt dich an. Oh. Hä? Hast du wieder mit meinem Papa geredet? Ach nein, das war ja David. Nee, habe ich nicht. Alles gut. Nee. Hä? Na. Jemand sucht dich. Ja, das war abzusehen, dass das passiert. Ja, aber jemand wird dich finden. Das ist weniger mein Problem als seins. Na nee, weil nämlich der, also du, wenn man einen Frosch fangen will und dann sucht man sich einen aus. Und dann macht man dann ist man selbst der Fänger. Und dann weiß man immer, wo der ist. Und dann muss man den im nächsten Monat, muss man den finden, muss man den fangen und essen oder zumindest tot machen, weil sonst wissen nämlich die anderen Rotkappen, dass man versagt hat und dann ist man selbst der wegrennen muss. Wie gesagt, das wird für ihn ein größeres Problem als für mich. Sie guckt dich etwas ängstlich an. Sophie hat ein leicht, kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Hä? Wie, mir geht's nicht anders? Daddy. Ach so. Den sieht er uns bloß gerade nicht. Mach dir keine Sorgen, okay? Ist es etwa Miriam? Okay. Dann steht sie jetzt auf, umarmt dein Bein, natürlich, dass es kaputt ist, und geht dann quasi nach Hause. Ihr müsst nicht aufhören zu spielen. Ja, aber wir sind alle jetzt müde, nicht wahr? Nee. Ja, ist immer. Okay. Wir können oben noch weiterspielen. Ja. Okay. Sie nickt Roland nochmal zu, dankbar lächelnd. Sie guckt etwas skeptisch auf dein Bein. Kommst du mit hoch? Ja, der steht dann auch auf und kommt mit hoch. Okay. Ich muss noch mal ganz kurz runter. Ich komme gleich wieder, ja? Du kannst ja schon mal das Spiel aufbauen. Ihr habt Mensch, ärgere dich nicht in der WG. Wenn dann noch von den Vorbewohnern. Ansonsten fragt sie Roland noch mal, ob sie sich das ausleihen darf. Ja, ist egal, weil der wird sich jetzt eh pennen legen. Okay, dann nimmt sie sich das mit. Also nee, ich meinte hier Ach so, Volker. Volker. Ja, Ach ja. so. Dann, wenn er sich eh pennen legt. Ja, wenn du hochkommst, dann, aber du gehst erstmal runter. Ja, sie muss erstmal die Kugel wegbringen. Die kann sie ja in ihren Wasserfall einfrieren. Ist er nicht schon zugefroren?
Ja, aber sie kann doch ein Stückchen, es formt sich doch nach ihrem Willen. Das stimmt bestimmt. Das heißt, sie kann es einfach ins Eis ein. Sie kann sich einfach ins Eis einlassen. Mhm. Sie weiß, nee, kannst du leider nicht. Das Eis wird sich immer drumherum bilden. Das ist auch okay. So dass quasi dann du ein Stück Wasserfall hast, das unten abbrichst und sie dann auch runterfällt. Hä? Also. Kann sie auch im Boden einlassen. Das geht. Dann wird bloß das Eis vom Wasserfall so 2 Zentimeter drüber aufhören. Und 2 Zentimeter drumherum. Ja, das ist ja okay. Du meinst, da ist so ein kleiner Hohlraum. Ja, nicht direkt Hohlraum. Ja, doch, das ist dann ein Hohlraum, ja. Okay. Ja, sie weiß nur nicht, wohin sonst damit, weißt du? Es ist jetzt so der sicherste Ort, der ihr einfällt. Mhm. Und dann geht sie hoch. Und Volker hat sich dann ja schon irgendwie pennen gelegt. Sie guckt mal, wo David ist. Nicht in seinem Zimmer. Nee, der ist nicht in der Wohnung. Klopft sie mal in seinem Keller. Also willst du wieder runterlaufen? Also willst du jetzt hochlaufen, dann runterlaufen oder tut es mir leid? Offensichtlich. Ja, ich gucke einmal um die, also mach die Tür so ein Spalt weit auf und gucke. It's Sophie. Ah, moin. Komm rein. Hi. Ja, nicht so lange. Ich muss gucken, dass Soulpads jetzt keinen Blödsinn macht. Wobei der sich gerade pennen gelegt hat, aber trotzdem. Hm. Wenn sie jetzt komplett chimärisch wird, tut ihr dann der Fuß noch weh? Weil er ist ja nicht mehr da. Ja, es hat beides verletzt. Ah. Der Jagdhund hat übrigens die Spur aufgenommen. Das ist schlecht. Ja. Laut dem Wanst haben wir jetzt 1 Monat Zeit, wenn du, also zumindest ich. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch, aber ich gehe mal fast davon aus. Wenn das innerhalb dieses 1 Monats nicht wird, also wenn er uns innerhalb dieses 1 Monats nicht findet, dann werden das wohl alle anderen Rotkappen wissen und er ist wohl der Versager vom Dienst. Okay. Ansonsten müsste er uns jetzt innerhalb dieses 1 Monats finden und umbringen. Gut. Ja, wir haben jetzt eine Rotkappe, die uns nicht leiden kann. Das ist schlecht. Mhm. Das liegt wahrscheinlich an dem Zahn, dass er uns nicht leiden kann, aber das ist aber unsere Problemversicherung. Mehr oder weniger, ja. Aber wir können ihm jetzt einfach, er hat noch dieses komische, den komischen Aberglauben, wir den damit töten können. Sophie hat ein Foto von diesem Zahn gemacht. Also von der Schneekugel. Okay. Und braucht jetzt irgendwie die Nummer von Steffen. Die hat sie nicht. Der weiß eh, wo wir sind, also insofern ist es egal. Der wird uns wohl finden, ja. Ja, der wird wahrscheinlich bald bei uns vor der Tür stehen, vielleicht noch heute. Yay! Das ist aber schön. Ich guck mal, ob ich seine Telefonnummer rauskriege. Nee. Das ist schlecht. Ich... Also wir haben jetzt eine wütende Rotkappe, die auf uns zu Tode jagen möchte. Sophie, guck mal nach der anderen. Sie hat ja noch eine Schneekugel. Sie ist etwas kälter als sonst, ja. Und sie zwickt dich ein wenig. Die andere Schneekugel? Ja. Du fängst jetzt auch damit an, oder was? Ist das eine Seuche? Sagst du, mit Schneekugel? Die hat dich nicht gebissen, sie hat dich nur so ein bisschen gezwickt. Und zwar, wenn du sie in der Handfläche hältst, hat sie dich, frag mich nicht, an der Handoberfläche, ne? Wie nennt sich das eigentlich? Na, das Handrücken. Oben. Ja, ne? Am Handrücken gebissen ein bisschen weiter, also gezwickt ein bisschen weiter vorn. Ist da irgendwas? Nö. Dann breitet sich von da aber ein leichtes Ziehen aus, das dann quasi zu deiner Fingerspitze des Mittelfingers wandert. Und da auch nur partiell, ein bisschen mehr als Nadelkopfgröße, in Richtung von dir aus jetzt rechts vorn zieht. Sophie folgt dem Ganzen mal.
Es zieht, bis so an eurer Hauseingangstür steht und dann wird es noch weiter rechts. Und etwas am, jetzt eher am Nagel, so rechts nach unten. Sophie hat ihr Handy, sie geht nochmal kurz zurück und meint dann zu David, ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich zu ihm finde. Ich werde dir jetzt diesen Zahn in Gewahrsam nehmen. Wenn ich mich aus irgendeinem Grunde irgendwann nicht mehr bei dir melden sollte, bitte ich dich, ihn zu zerstören. Alles klar. Bist du dir sicher? Nein, oder nicht, ich werde das ankündigen. Also du gehst jetzt mit der Schneekugel von... Nein. Ich gehe ohne die Schneekugel von Sof. Mhm. Aber ich werde David gerade jetzt die Schneekugel mit dem Zahn übergeben, damit er da dran kann. Mhm. Sie sagt ihm aber, tu nichts damit, lass sie einfach stehen, okay? Nichts ausprobieren, nichts erforschen, einfach stehen lassen. Okay. Ich bring sie halt auch unten in meinen Keller. Okay. Wenn ich feststellen sollte, dass du damit doch irgendwas gemacht hast und dann irgendwas passiert ist, dann werde ich dir höchstpersönlich den Schwanz abreißen. Na gut. Mhm. Ich werde sie mir nur von außen angucken. Du wirst sie dir am besten nicht mal angucken. Du wirst am besten gar nichts damit tun. Dein Forscherdrang hat mir für heute gereicht. Wir sind heute Morgen aufgestanden und du hast gesagt, lass uns kommen, wir geben uns in Gefahr. Hörst du mich Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Und das haben wir getan. Es hätte glimpflicher ausgehen können, möchte ich mal sagen. Als es das getan hat. Nichtsdestoweniger habe ich jetzt was zu tun. Entschuldigung. Sie geht. Du folgst dem Ziehen mit der Schneekugel, die du vom Hof des Winters bekommen hast. Nee, ohne. Sag ich doch. Dann hast du kein Ziehen mehr. Ach, dann muss ich sie wohl, muss ich ihr wohl folgen, ja, dann muss ich sie wohl mitnehmen. Okay, du folgst dem Ziehen? Ja. Dann landest du direkt vor Davids Kellertür. Sie klopft. Ja. Ich muss noch mal rein. Okay. Ich glaube, ich brauche die andere Kugel doch. Sophie geht mit der Schneekugel irgendwie und guckt mal nach der anderen Schneekugel. Mhm. Also, du nimmst die Schneekugel und guckst nach der anderen. Die ist da, wo David sich hingetan hat. Ja. Sie stellt sie nebeneinander. Okay. Das Glas von der Zahnschneekugel wird sich jetzt quasi wie eine kleine Welle nach unten schwappen. Hä? Und das hört auf zu schneiden. Na, du hast die Schneekugel mit dem Zahn drin. Und die Schneekugel hat ja außen Glas. Ja. Und das ist jetzt, das wird quasi wie Wasser, das dann an den Seiten kontrolliert nach unten fährt. Du meinst so, dass man da reingreifen kann? So, dass man da reingreifen kann. Ich werde das jetzt vorsichtig probieren. Ja, du hast den Zahn in der Rotkappe in der Hand. Er ist messerscharf. Danach fährt sich das Glas wieder hoch. Übrigens hättest du diese Kugel nicht anders zerstören können, um an den Zahn ranzukommen. Yes! Okay. Was soll ich sagen? Ich guck mir den Zahn mal an. Er ist messerscharf. Das teste ich mit wirklich nur so einem kleinen Stück. David hergeben. Bevor du irgendwas damit tust, David hergeben. Hergeben. Mann. Ja, du hast ihn ja noch in der Hand. Er guckt sie ja nur an, weißt du? Es ist so. Na, du hast ja reingegriffen, um ihn zu holen. Stimmt. Sei vorsichtig mit ihm. Ich glaube, das Ding sieht ziemlich scharf aus. Ja, das Ding ist ziemlich scharf. Wird das quasi auch eine... Nein. Aber wir könnten damit... Nein. Och. Ich gehe jetzt besser. Das ist viel zu gefährlich, das Ding hier zu lassen. Lass es ruhig hier. Ich mache damit nichts versprochen. Nee, ich nehme jetzt alles mit. Sie nimmt die Schneekugel des Winters mit und sie nimmt auch die andere Schneekugel mit. Mhm. Willst du vielleicht auch noch die Handschuhe mitnehmen? Nee. Na gut. Bringt beides rüber in den anderen Keller. Mhm. Aber da komme ich doch nicht rein, wenn ich... Ja, das ist auch richtig so. Ja, aber jetzt funktioniert dein Drohmittel nicht. Ja, selbstverständlich funktioniert mein Drohmittel noch. Ja, jetzt bist du dann bist du gefressen und ich komme nicht an den Zahn ran. Super, tolles Drohmittel. Sophie macht nochmal ein Foto und ein Foto von dem Zahn. Ja, jetzt, ich gehe jetzt auch nicht mehr. Ich dachte ja, das Ding führt mich vielleicht dahin, aber es wollte was anderes. Ich muss jetzt nur erstmal seine Nummer rauskriegen. Oder seine E-Mail-Adresse oder irgendwas. Er scheint ja zumindest einen Laptop zu haben. Hätte ich mir vielleicht mal angucken sollen.
Sophie, guck mal in irgendwelchen Foren oder so, in irgendwelchen Punk-Foren oder irgendwas. Vielleicht ist er da ja. Wenn er einen Laptop hat, ist er ja zumindest im Internet unterwegs. Er hat bestimmt auch eine E-Mail-Adresse. Okay. Ja, also du gehst erstmal nach oben. Das ist ein ziemlich nebliger Tag offenbar. Ja, also sie hat ein Foto von dem Zahn gemacht. Ohne Schneekugel. Mhm. Ah, nee, der ist chimärisch, ne? Das geht nicht. Das ist eine sehr philosophische Frage, aber ich denke, er ist chimärisch. Sie würde noch mal ein Foto von der Schneekugel ohne Zahn machen. Sieht das anders aus als vorher, sodass das irgendwie erkennbar ist? Ja. Dann macht sie dieses Foto auch noch mal ohne Zahn. Mhm. So, dass einfach für ihn erkennbar ist, dass sie das Ding auch da rausgekriegt hat. Okay. Ja, das machst du ja alles in deinem Zimmer. Ja. Irgendjemand in der Umgebung muss wohl anfangen, Schlagzeug zu spielen. Aber ohne Hi-Hat und ohne Snare. Nur tiefe Trommeln. Ah, hörst du die Trommeln? Ja, ja. Ich habe ja meine Axt. Meine chimärische Axt. Hat David dir die zurückgegeben? Nee, du hast sie ja, zurückgenommen. Ja, die hat sie sich zurückgeholt, ja. Mhm. Sophie wartet. Der wird schon von alleine kommen. Mhm. Du wartest ein bisschen. Sie legt auch den Zahn gehen. Übrigens vor sich hin und hat die Axt in der Hand. Sie müsste nur draufschlagen. Gott sei Dank. Ich dachte, du lässt den echt dort wohnen, nicht rankommst. Nein. Sie hat den Zahn in der Hand und dann legt den auch vor sich auf den Boden und hat die Axt in der Hand. Ja, siehst du, weil vorhin sagtest, als du dem in dein Wasserfeuer eingeschlossen hast, dachte ich, das ist aber kein gutes Druckmittel, wenn du nicht bei dir hast. Ach so, nee, sie hat ihn jetzt bei sich. Mhm. Ja, ich würde übrigens auch hochgehen irgendwann. Okay, gut, dann siehst du im Treppenhaus, dass ihr auf der anderen Straßenseite von eurer Tür steht und einfach nur zu euch hochguckt. Oh, da schreibt ihr, er ist da. Geh dann einmal zur Tür. Möchtest du nicht hochkommen? Sag ich dann und dreh mich dann halt um und geh die Treppe hoch. Und lass die Tür offen. Hm. Ja, er wird reinkommen. Die Tür zuknallen. Mhm. Ich gehe mit ihm hoch. Er wird wahrscheinlich dezent meine Angst riechen. Er riecht euch ja die ganze Zeit. Ja, ich gehe quasi zu Sophie ins Zimmer. Oh, Sophie sitzt im Flur. Oder so. Es wird ziemlich kalt da drin. Angenehm. Ich mach Tee. Das beruhigt mich. Ja, er starrt Sophie an. Sophie schaut zurück. Du wolltest mir nicht helfen. Es tut mir leid, dass das jetzt so laufen muss. Du weißt nicht, was du da tust. Doch. Ich werde dich umbringen. Ich weiß, und du hast einen Monat Zeit. Ich habe nicht vor, das verstreichen zu lassen. Wenn du das riskieren willst? Denkst du, so eine klägliche Axt reicht, um so einen Zahn zu zerstören? Kommt langsam einen Schritt auf dich zu. Willst du es ausprobieren? Wenn du ihn mir gibst, dann könnte ich vielleicht mit mir reden lassen. Denkst du, ich bin so dumm? Du hast meinen Zahn und meine Handschuhe gestohlen. Ich halte dich für ziemlich dämlich. Bleib stehen. Er räumt erstmal mit einem Armschwung euer Brett mit eurem Schlüsselkästchen und so ab. Und schießt es durch den Raum. Bleibt aber stehen. Das habe ich handgemacht. David? Entschuldigung. Gehst du ihm mal seine Handschuhe holen, bitte? Bist du dir sicher, dass wir den nur noch bewaffnen sollten? Sophie mustert ihn einmal und meint, das, was ich bisher gesehen habe,
Sie schmunzelt ein bisschen. Ich glaube, die Waffe ist nur Zierrat. Wirklich brauchen tut er sie nicht. Dann kriegt er sie wieder, wenn er geht. Deal? Deal. So, ich denke, jetzt können wir anfangen zu reden. Du weißt, was wir wollen. Was ich will. Ach, du hast dich von der Fotze reinziehen lassen? Ich hab mich von niemandem reinziehen lassen. Ich red nicht mit dir. Nun. Sie bat um einen Gefallen. So leicht bist du zu haben. Dummer Junge. Du wirst den Schlüssel. Ja. Den ich diesen Trottel abgenommen habe. Ja. Und was hindert mich daran, jetzt zu dem Trottel reinzugehen und ihm den Kopf abzubeißen? Ich. Dann wird dich dein feiner Graf aber verklagen. Das ist mir völlig egal. Wäre nicht das erste Mal. Naja, ihr habt ja schon meine Fee umgebracht. Weißt du, manche Dinge sind's wert. Ich hab ihn verhökert. An wen? An so einen Typen Uni Leipzig. Name, Adresse. Was weiß ich, wie der Spasti hieß. Dann solltest du das besser rausfinden. Dann gib noch mir besser wohl mal ist bitte jemand den WLAN-Code und er zieht ein Smartphone. Die gibt ihm den WLAN-Code, wenn sie ihn kann. Ansonsten muss David ihn eben raussuchen. Ha, so, das war der schlimmste Fehler. So much security, vorstellen. Wow. Alles klar. Jo. Ja, da wird ihr den Namen Heinrich Barthold dann raussuchen. Am besten geht er zu dem Heinrich und wir tauschen 1:1 die Gegenstände durch. Echt? Schlüssel gegen Zahn. Finde ich fair. Nee, so schnell nicht. Wieso denkt ihr denn, dass ich was von ihm wiederkriege? Du bist ein starker Typ. Scheißegal, David, lass mal gut sein. Gut, ich hab einen Namen, alles klar, du darfst jetzt verschwinden. Nee, mein Zahn. Ganz bestimmt werde ich dir den jetzt wiedergeben. Verschwinde. Meine Handschuhe habt ihr aber gesagt. Die kriegst du unten. David, gehst du sie holen? Wenn ihm was passiert, weißt du, was passiert. Und der Graf ist mir diesbezüglich scheißegal. Das solltest du vielleicht wissen mittlerweile. Er nickt. Gut, ich gehe mit ihm runter. Warte, willst du an ihm vorbeigehen? Ja. Gut. Er packt David, presst ihn gegen die Wand, öffnet seinen Mund direkt neben seinem Hals. Mein Zahn, oder er ist tot. Lass ihn los, oder du bist tot. Ja, der ist ja jetzt nicht besonders zurückhaltend. Arnold, ich kann doch aussehen wie ein beliebiges Tier, richtig? Ja, das ändert nichts, wenn er dich da hat, dass er immer noch das gleiche Fleisch hat, in der Hand hat. Also. Sophie kratzt mit der Axt mal an dem Zahn. Es müsste ein recht unangenehmes Geräusch geben. Du kratzt. Ich bräuchte die Intensität des Kratzens. Die ist schon ein bisschen, also so, dass man es hört, damit er David loslässt. Ich müsste also jetzt die physikalische Härte des Zahns nachschlagen. Du kratzt so daran, dass es ein Geräusch gibt, das heißt, da muss auch eine Spur darin zu sehen sein am Ende. Blut
kommt aus seinem Mund und zwei weitere Zähne fallen ihm aus. Ja, lässt David augenblicklich los, als hätte ihm jemand in die Eier getreten, und zwar mit einem Elefantenfuß. Und stürzt rückwärts zu Boden und greift sich in den Mund. Ich hab's dir gesagt. Hey, ihr habt drei Zähne. Mhm, yes. Ich hab gerade gedacht. Ja, er wird jetzt versuchen, einigermaßen rauszukriechen. David, gibst du ihm seine Handschuhe? Wir haben es ihm zugesagt. So ein Mittelleid, also wirklich so ein, aber wirklich, Blick, kommst du dir? So, oh Mann. Ihr ich gehe dann halt an. Nachgiebig. Ja, ein bisschen. Ich gehe dann halt nach unten. Also auch wieder an ihm vorbei. Diesmal passiert nichts, das ist gut. Er liegt ja auf dem Boden und krümmt sich. Ja, das ist ja schön. Hole quasi seine Handschuhe und mein Schwert. Ich hätte das beim ersten Mal schon mitnehmen sollen. Und, Sophie sammelt die anderen beiden Zähne auf. You're rich. Ja, definitiv. Ich fühle mich fast ein bisschen schlecht. Du bist so Zahnfee. Ja. Sophie fühlt sich wirklich ein kleines bisschen schlecht. Ich zeige ihm quasi die Krallen. Er hat ein bisschen Mitleid. Er wird so halb blind danach greifen. Ja, sei vorsichtig, die Dinger sind scharf. Ja, er kann sie übrigens in die Hand nehmen, ohne dass sie irgendwas versuchen, von ihm zu greifen. Sind ja auch seine. Ja. Das ist voll gemein. Die Dinger sind interessant. Er wirft dir einen Blick zu, der dir das Wort im Mund dachte, also jedes weitere zumindest für ein paar Minuten erstmal, ne? Da ist immer so ein unangenehmes Schlucken, bevor die rauskommen. Der will deinen Tod. Möglichst grausam und so, dass man ihn Tarantino als Filmvorlage liefern kann. Ja, Sophie kennt das ja schon, wie Rotkappen töten. Nee. Der will grausamer. Ah. Und der wird sich dann irgendwie rausschleppen, wenn ihr ihn lasst. Ja, na klar, lässt Sophie ihn. Ja, dann wird er irgendwie die Treppen runterbrutzeln. Sie meint noch, übrigens hat jetzt jeder von uns einen. Das heißt, sollte einem von uns beiden was passieren, die führt den Satz nicht zu Ende. Ich schluck dann einmal ganz kräftig und schließ die Tür leise. Ja, ich hab ihr ja versprochen, dass ich mich drum kümmere. Ja, du hörst von unten Holz bersten. Wenn er dann da unten ist. Oh nein. Wie sieht die Tür aus? Wie als hätte jemand Handschuhe angelegt und die da reingerammt und sie als hätten sie etwas gegriffen und sich immer tiefer rein vergriffen und dann hätte er sie mit Mühe wieder rausgezerrt, weil sie gar nicht loslassen wollten. Oh nein, die Tür. Geht's dir gut? Sag den Drehtüren, das ist Schlampen. Ja, das will ich tun. Ein einsamer Span löst sich von den Löchern und fällt auf den Boden. Und dann ist Stille. Alles klar. Jetzt gibt's Ärger. Achso, David, du spürst, dass die Tür noch lebt. Also ist es nicht. Achso, das ist gut. So wie sie vorher gelebt hat. Hallo, das ist eine übelste Drama Queen. Stimmt. Ja, ich werde auf jeden Fall die Türteile andächtig aufsammeln und irgendwie. Ich muss das ja wieder reparieren. Ich überlege gerade, was man alles aus den Zähnen einer Rotkappe machen kann. Kettensägen. Messer. Ketten. Kettensägen.
Du kannst halt quasi, die Dinger sind ultra scharf. Eigentlich sind sie erstmal nur unsere Lebensversicherung. Ja, ja. Aber kennst du diese aztekischen Schwerter? Weißt du was? Ich glaube, man kann den Zahn einer Rotkappe mit einem anderen Zahn kaputt machen. Also mit dem anderen Zahn einer Rotkappe kaputt machen. Das heißt, ich muss nicht immer meine Waffe mit mir rumtragen, sondern kann den eh schon angedeutschten Zahn dann mit dem noch ganzen Zahn kaputt machen, wenn sie mir zu nahe kommt und ich keine Axt mit habe. Super praktisch. Das stimmt. Tja, und David schafft das bestimmt auch ohne. Ja, ja. Ich habe immerhin noch eine Zange oder sowas. David? Sagt sie, wenn er wieder oben ist. Mhm. Sie gibt ihm einen der Zähne. Das ist deine Lebensversicherung. Ich bitte dich, nichts damit auszuprobieren. Deine chimärischen Waffen sind härter als der Zahn, wie ich jetzt feststellen durfte. Das ist schon mal gut. Ja, wie gesagt, ich bitte dich, nichts damit auszuprobieren. Ist halt vernünftige Handwerkskunst. Ja. Und diesen Zahn erstmal niemandem zu zeigen. Wenn der Typ dir in irgendeiner Form zu nahe kommen sollte, weißt du ja, was du machen musst. Jo. Das ist schon ein bisschen... Wir haben ihn gerade schon ein bisschen bei den Eiern. Ja. Ich gedenke nicht, das über das Maß hinaus auszunutzen. Aber ich habe das Gefühl, dass er uns irgendwann dazu zwingen wird. Es sei denn, wir kriegen den Schlüssel und ringen ihm dann einen Eid ab. Und ich denke, den wird er uns geben. Und dieser Eid soll eigentlich nur besagen, dass er uns nichts tun wird. Ja, du weißt schon, dass wir das dann ein Leben lang schwören müssen, ne? Ja. Wie viel fucking... Allerdings haben wir ein Problem. Entweder der bringt uns um oder er wird zur Beute. Es muss nur einen Monat halten. Danach ist er sowieso Frischfutter für andere Rotkappen. Bist du dir sicher? Oder ist er einfach nur ein Gelächter davon und dann wird er uns umbringen? Weiß ich nicht. Das müsste ich mal beim Wanst erfragen. Oder vielleicht besser bei Sandro, ich weiß nicht genau, ob... Ich denke auch eher bei jemand anders, der Rotkamp vielleicht nicht so mag. Ah, ich weiß bei wem. Perfekt, ich kenne auch noch eine andere Rotkappe, sehr schön. Bist du dir sicher, dass er mit dir reden möchte, wenn du ihm sagst, du hast einen Zahn von ihm als Gegenstück oder beziehungsweise halt... Nee, nicht eher eine andere Rotkappe. Ja. Ich glaube nicht, dass... dazu gar nichts. Ich frage nur, wie das ist mit dem Monat. Das ist alles. Vielleicht wird er sich auch einfach von dir verabschieden, weil er nicht davon ausgeht, dass der andere dich bequatschen lässt. Ich habe da wenig Angst, ehrlich gesagt. Ja, ist okay. Sophie zückt ihr Handy und ruft Aaron an. Wie spät ist es denn mit... Wann seid ihr aufgebrochen? Am Vormittag. Also es ist jetzt durchaus schon 15 Uhr oder 16 Uhr, okay. Vielleicht sogar noch später, ja. Es ist jetzt 17 Uhr. Okay. Vadjibit. Hi. Du könntest mir helfen, indem du mir eine Frage beantwortest. Wie jedes Mal. Ja, wie jedes Mal. Ich bin ein unendlicher Quell an Fragen. Mhm. Passend auf. Nee. Langsam hast du mich mal genug gefragt. Ich gebe dir eine Adresse und da kriege ich mal irgendwie einen All-You-Can-Eat-Gutschein von irgendeiner Pizzabude oder irgendwas hingeschickt. Na klar. Na gut, also, ihr nennt die Adresse. Okay. Muss ich das jetzt machen? Nee, der ist besser irgendwann im Laufe der Woche da. Na klar. Na dann ist okay. Okay. Pizza, China, was hätten sie gerne? Essen. Alles klar. Hätte es sein können, dass du irgendeine Präferenz hast. Ach, halt's Maul. Kann ich meine Frage nicht stellen.
Rotkappenspezifisch. 30 Tage habe ich Zeit. Bis was genau passiert? Weiß ich doch nicht. Kannst du mal eine Frage sehen? Also, welche Farbe hat meine Unterhose? Weiß ich nicht. Sagen wir, ich habe mich angelegt mit einer anderen Person, aber das wird vermutlich für mich im Moment erstmal eher positiv ausgehen oder besser ausgehen als für die andere Person, die aber irgendwie der Meinung ist, sie müsste mich jetzt innerhalb eines Monats erlegen. Weil sonst was passiert. Du trägst ein Beutemal. Ja, ja. Ja, dann, ja, je nachdem, wie... was so die Intention war, wirst du entweder... Oh, ich glaube, er ist echt sauer. Ja, dann wirst du vermutlich nicht nur chimärisch gefressen, sondern auch den Mensch. Okay. Und wenn er das nicht schafft? Oh, du, ich habe berechtigte Zweifel daran, dass er das schaffen wird. Natürlich, du bist ja das Orakel. Ja, dann ist er Beute. Und seine Intention ist unsere Intention, aber wir sind mehr. Aber hey, dich wird keine andere Rotkappe anpacken, solange sie sieht, dass du ein Beutemal hast und niemand weiß, von wem es kommt. Also nicht gar nicht anpacken, aber die werden dich nicht einfach jetzt grundlos jagen oder so ein Shit. Hey, das heißt, ich habe jetzt den nächsten Monat Ruhe, das finde ich echt ein bisschen gut. Du kannst jeden Tag des nächsten Monats in Schrecken leben, wann es passiert, ja? Na klar. Tatsächlich nicht. Ja, na klar. Das habe ich heute schon eingehend geklärt. Na, das werden wir ja sehen. Ja. Schließ mit ihm eine Wette ab. Für ihn ist es eine sichere Sache. Du kannst quasi ihm alles abverlangen. Sophie hält den Hörer zu. Nee, das wäre jetzt übertrieben und unfair. Alles klar, ich danke dir. Gutschein kommt im Laufe der Woche. Will ich hoffen. Aber sicher doch. Sie legt auf. Mhm. Sie guckt mal nach irgendeinem All-You-Can-Eat-Buffet und ja. Am besten beim Chinamann oder sowas, die sind nicht so teuer und dann kriegt er das. Gut. Schickt sie hin. Ja, dann wird sie erstmal gucken, was mit dem Typen ist, der den Schlüssel hat. Jas-Dozent für klassische Archäologie und Spezialisierung Mythologie. Viel Keltik, aber auch viel allgemein religiöser Kram. Der macht das schon eine Weile, aber halt auch nur als Gast. Nicht nur in Leipzig, aber hauptsächlich irgendwelche halt das für so Wahlpflichtkurse übernimmt der gerade bei Blöcken irgendwie. Ne, wenn das so ein Wochenende geht, übernimmt der dann die Abendkurse und so ein Shit. Und die ist jetzt nicht super renommiert, aber scheint seinen Teil an Wissenschaft rausgegeben zu haben. Du findest keine Adresse. Er ist irgendwie Anfang 50. Natürlich nicht. Aber da steht auch ein Geburtsdatum, aber ich bin viel zu faul, mir das auszudenken. Aber das ist so ein Kandidat, den Sandro tatsächlich auch kennen könnte. Möglich. Das heißt, Sophie wird mal eine Etage tiefer gehen. Und mal klopfen. Ja, dort ein bisschen, macht er auch. Guten Abend. Guten Abend. Bitte komm doch herein. Sie kommt herein. Ja, er wird erstmal wieder umständlich Tee kochen. Und ja, sich dann setzen. Sophie setzt sich zu ihm. Oh Gott, wie hieß der nochmal? Heinrich Barthold, ne? Ja. Also erstmal vielen Dank für deine Auskunft heute Nachmittag. Ich hoffe doch, sie war hilfreich. Oh, sie war sehr hilfreich. Das führt mich direkt zu einer weiteren Frage, eine andere Person betreffend, die damit indirekt im Zusammenhang steht. Und zwar Heinrich Barthold. Irgendwie soll er wohl an der Uni was machen.
Ich fürchte, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Das ist schade, dann werde ich wohl dahin fahren müssen. Ich denke auch. Okay. Und wie geht's dir? Kannst du bitte weniger umsonst so Fragen stellen? Das ist ja unfassbar. Warte, der hat eine Antwort, die kommt auch gleich. Na, das ist aber höflich, wenn sie ihn nach seinem Befinden fragt. Ja, das ist nur so unspezifisch, das, ne? Er meint... Nämlich? Das. Eventuell. Unter der Voraussetzung. Du meinst, die führen noch ein bisschen Smalltalk und so viel geht dann, um die Sache jetzt abzukürzen. Ja, der Spielleiter darf auch mal auf dem Schlauch stehen. Er wird auch einfach drum rumreden. Was ist denn das für eine Scheißfrage? Und wie geht's so? Kommst du dann so mal zurecht oder brauchst du einen blinden Hund? Oder auch, wie geht's so? Mein Stecher war ja neulich da und hat ordentlich Remi Demi hier gemacht, nehme ich an. Und irgendwas zurückgeblieben? Nee, das wird sie definitiv nicht ansprechen. Ach so. Nee, der füllt es mit Phrasen. Das ist Sandro. Okay. Sophie wird auch noch ein paar Phrasen dreschen und dann wird sie sich verabschieden. Wie so ein Gespräch mit dem Slur halt abläuft. Förmlich. Förmlich, richtig. So, dementsprechend wird sie sich jetzt verabschieden. Er gibt Abendkurse, sagst du. Ja. Sie sucht sich nicht regelmäßig, aber. Ah ja, gut, aber es steht ja zumindest höchstwahrscheinlich im Vorlesungsverzeichnis. Selbstverständlich, und da steht auch eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer, zumindest zu seinem Sekretariat, weil die Schweine sind ja nie persönlich ansprechbar. Gut, das heißt, Sophie wird im Sekretariat, erreicht man jetzt keinen, aber zumindest eine E-Mail schreiben. In der folgendes drin steht. In der sie erstmal um einen Termin bittet. Zu einem Gespräch, das möglichst bald stattfindet. Und jetzt muss ich nochmal eben ganz kurz gucken. Damit sie eine Unterschrift leistet oder grüßt oder in irgendwas einbaut, dass ihm zumindest, weil sie davon ausgeht, dass es sich bei ihm auch um eine Fee handelt. Weil er sonst mit dem Schlüssel nichts hätte anfangen können. Du gibst also in der E-Mail auch nicht vor, dass du eine Studentin in Leipzig bist? Nein. Okay. Und du gibst für, weil der das ja vielleicht, wenn das nicht selbst liest, du gibst auch kein spezielles Thema an, sondern nur Treffen. Nein, sie wird sagen, warte, er war für prähistorische irgendwas. Archäologie, Mythologie. Archäologie, Mythologie. Dann wird sie sagen, dass ihr Treffen ein ganz bestimmtes Stück oder dass ein ganz bestimmtes Stück irgendwie beinhaltet, und zwar einen alten Schlüssel, von dem sie weiß, dass er zumindest schon mal von ihm gehört hat. Und sie dringend seine Expertise diesbezüglich in Anspruch nehmen möchte. Sollte da innerhalb der nächsten 2 Tage keine Antwort kommen, wird sie persönlich anrufen. Aber Gut. Warte. Nee, alles andere lässt sie jetzt erstmal weg. So, das wird sie jetzt erstmal machen. Sollte innerhalb der nächsten 2 Tage, in denen bei Sophia auch nichts Besonderes passieren wird, nichts zurückkommen, wird sie anrufen. David? Ich werde erstmal versuchen, die Tür zu operieren. Ja, das wird nicht so leicht. Das war mir schon klar. Weil... Entschuldige bitte, aber mit solchem Holz möchte ich nicht gepflegt werden. Nicht mehr für kurze Zeit. Dann bin ich lieber ein gefallener Engel, eine Heldin, als mit so etwas gepflegt zu werden. Ich schätze deine Bemühungen damit wirklich, aber nein. Nur das Beste für die Tür.
Genau, für welches Holz würdest du dich denn interessieren? Na, eigentlich steht es mir ja schon zu, dass ich nur mit Holz von dem Baum gepflegt werde, aus von dem ich gefertigt wurde. Das kriege ich aber nicht hin, das wird nicht funktionieren. Es sei denn, ich kann die Teile, die da rausgerissen sind, als kann ich die schreddern und Span machen, ne? Span? Also selbst wenn du diesen Gedanken nicht laut ausgesprochen hättest, wäre das das, was du glaubst, was sie als Antwort gäbe. Ich habe das natürlich nicht laut ausgesprochen. Aber es wäre die einzige Möglichkeit, wie man das Haus aus ihrem eigenen Holz quasi wieder. Ja, nee, ich guck gerade nach was, warte. Was ist denn die verbotenste Tropenholzart? Alter. Keine Ahnung. Flumi, woraus ist denn dein Tisch? Ich hab keine Ahnung. Mahagoni wahrscheinlich. Das verbotenste von allen. Nee, ja, hier. Wir sagen einfach mal, ich könnte mir auch Kumaru vorstellen. Ein wenig Exotik, dass ich auch etwas abgehoben, also dass ich mich etwas abheben kann von den gemeinen Türen. Ich glaube, das würde deinem Charakter nicht entsprechen, dieses Holz. Von der Farbgebung her, finde ich. Ja, vielleicht sehr teak. Ich meine, es ist auch nicht ganz meine Farbe, es ist etwas hell, aber auf der anderen Seite. Muss man schon sagen, dass es einen erfrischenden Kontrast gäbe. Würde das nicht diese Narben hinter, also allen zeigen, beschädigt du eins Bars? Also ich glaube, das, nein. Doch. Ich glaube, man muss auch zu seinen Narben stehen. Immerhin habe ich mich heldenhaft diesem Wüstling entgegengestellt. Das stimmt. Ja, richtig. Ich weiß nicht. Teak. Vielleicht Mammutbaumholz? Das zu schaffen sollte kein Problem sein. Das wird in Kanada reihenweise abgebaut. Ja, ist nur ein bisschen teurer, klar. Ich glaube, Teak ist auch nicht so unendlich schwer zu beschaffen, ist nur ein bisschen teurer. Ja, aber du brauchst ja auch nicht unendlich viel davon, du brauchst ja keine 5 Quadratmeter. Nee, du brauchst so viel von der Fläche her wie die größte Fläche eines Bierkastens. Dann wird's wohl Teak waren. Ja, dauert eine ganze Weile, bis du es anliefern kannst, aber dann ist kein Stress. Und so. 14 Euro. Ja, ist ja jetzt nicht so das Ding. Eben, es geht. Bezahlt jeder was im Haus, weil irgend so ein Troll die Tür kaputt gemacht hat, und dann geht das. Gut. Hat er noch was vor, der David? Das ist jetzt sogar Hartholz. Das ist ja richtig gut. Wir haben noch immer tolle. Die beiden Schneekugeln liegen bei mir noch rum, ne? Nee, die hat Sophie alle mitgenommen. Hätte ich mir doch gerne angeguckt. Sonst, ich fühle mich halt ein bisschen unwohl gerade in meiner Wohnung. Achso. Irgendwie gejagt, weißt du? Ja, aber das ist außerhalb in der Wohnung ja nicht anders. Schon, aber ich weiß, dass er unten nicht reinkommt in den Keller. Jedenfalls nicht so einfach. Ach so, ja, okay, das stimmt. Glaube, ich würde mich dann relativ viel Zeit unten im Keller verbringen. Okay. Sophie, du hast am nächsten Tag eine Antwort von seiner Mitarbeiterin da, von Frau Marianne Novak. Dass sie nicht genau aus deiner Nachricht schließen konnte, was genau jetzt dein Anliegen ist, aber dass generell die Sprechstunde für dich wie für jeden anderen auch offen steht. Aufgrund einer
hier Dingsreise. Dienstreise. Wird die diese Woche leider ausfallen, aber sie wird verlegt auf Donnerstag 18 Uhr, wenn das noch nicht zu spät sei. Dann ist es halt Donnerstag 18 Uhr. Das ist in 2 Tagen. Dann ist das so. Wie gesagt, Sophie hat nichts Besonderes vor, bis das passiert. Gut. Warte mal. Ah ja, doch. Okay. Habe ich was vergessen? Nee, das ist alles in Ordnung. Du fährst nach Leipzig? Ja. Soll ich mitkommen? Willst du mitkommen? Du musst nicht unbedingt. Naja, ich glaube, zu zweit können wir uns besser verteidigen. Ja, aber... Wenn einer alleine von ihm aufgestützt wird, kann er den Zahn nicht mehr kaputt machen. Aber wenn zwei da sind, David hat nicht Unrecht. Dann macht der andere halt den Zahn kaputt. Weiß ja, was passiert ist, wenn er nicht zurückkommt. Wenn Sophie nicht zurückkommt. Ja, aber er könnte einen von euch in Leipzig schnell nach Halle fahren. Der andere weiß noch gar nicht, dass du dort zerschlitzt wurdest und einen anderen töten. Hä? Könnte. Eben. Wenn du mit willst, dann komm mit. Ich glaube, es wäre sinnvoll. Okay. Wenigstens einer, der noch Respekt hat. Ja, Mann. Ich hätte diese Kanada-Reise nie machen lassen dürfen. Was denn? Bist du jetzt bescheuert? Du hast jeden Respekt verloren. Nein, im Gegenteil. Ich respektiere ihn sogar sehr. Deswegen wollte ich ihm ja seine Handschuhe zurückgeben. Ach so, na gut, okay. Bla. Und? Als ob ihn die Handschuhe jetzt wirklich interessiert haben. Hey, doch, die haben ihn auch interessiert. Die sind wertvoll. Den Zahn brauche ich nur einfach als Lebensversicherung. Jo, du fährst dahin. Und in Kanada habe ich gelernt, dass es besser ist, der Jäger zu sein als die Beute. Im Moment bin ich die Beute, aber ich habe ihn noch an den Eiern. So ist es. Wenn du nicht frisst, wirst du gefressen. Das ist das, was sie gelernt hat. Und das, dieses Prinzip wendet sie jetzt gerade an. Mhm. Also du fährst dahin, das ist ein stinknormales Uni-Gebäude. Mit ein paar im Eingangsbereich ein paar Ausstellungsstücke, also nicht direkt Ausstellungsstücke, aber ein paar Fundstücken minderer Wertigkeit und Qualität. Sophie nimmt die Zeichnung übrigens mit von dem Schlüssel, ne? Mhm. Und du wirst dann von dieser Frau, die leicht schielt, also von Frau Novak, ich weiß nicht, ob David da direkt mit reinkommen will. Mhm. War es ein Ja oder Nein? Willst du warten, ja, vielleicht draußen? An. Okay, werdet ihr beide dann quasi in sein Büro geführt. Er sitzt da, er ist, wie gesagt, was hatte ich gesagt, Anfang 50 oder so, ne? Na, ist er ein Mensch oder ist er eine Fee? Ist ein Mensch. Ah, fuck it. Anfang 50, oder? Ja, Anfang 50. Ihr schütteres Haar, also oben schon eigentlich keins mehr, nur an den Seiten. Kraut, eine etwas größere Brille, ein gepflegter, aber nicht irgendwie widerlich verstutzter Bart, ein kariertes Hemd, ein wachsame Augen liegen hinter der Brille, kein Ehering oder dergleichen. Und ja, eine Sekunde. Okay, ja. Gut, der blickt euch dann erwartungsvoll an, legt ein paar Papiere zur Seite und... Sophie holt eine Zeichnung raus und legt sie ihm erstmal auf den Tisch. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Er blickt sich diese Zeichnung an. Das ist sehr schön. Haben Sie das selbst Verzeihung. Er steht auf, schiebt seinen Stuhl mit den Beinen etwas zurück und verbeugt sich tief vor euch. Und wird dann quasi zu einem kleinen Schränkchen gehen, wo er wohl heimlich Wein gebunkert hat. Davon wird er jetzt in 2 Gläser etwas einfüllen. Der gute Saale und Strutt. Und sich dann wieder setzen. Ich bin geehrt. Ich bin wirklich... ich habe es nicht gleich erkannt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich sagen soll.
Einen schönen guten Abend erstmal. Ich bin auf der Suche nach diesem Schlüssel. Mir wurde gesagt, dass Sie ihn möglicherweise haben. Oder zumindest ihn mal hatten. Er blickt dich fasziniert an. Auch David. Quasi zwischen euch beiden hin und her, zwischen Davids zweiter Reihe dicker, buschiger Augenbrauen und deinen Augen vor allem natürlich. Ist er ein Kinain? Nö. Wieso sieht er uns dann? Siehst auch kein Zeichen von Verzauberung, so wie bei dem Typen bei Malakai, der die Hornelle hatte. Okay. Dieser Schlüssel, ja, der wurde mir tatsächlich übereignet. Darf ich fragen, wofür Sie den benötigen? Zu jedem Schlüssel gehört ein Schloss. Mhm. Und dieser Schlüssel ist dazu bestimmt, eine Aufgabe zu erfüllen. Natürlich. Und dafür brauche ich ihn. Ich verstehe. Ja. Guckt euch immer noch sehr fasziniert an und rührt sich erstmal nicht. Quasi wie gefangen genommen von eurem Anblick. Wo ist dieser Schlüssel? Oh, ja, natürlich. Er steht auf, geht zu einem Schrank und holt einen Zettel, also einen Ordner hervor, schlägt eine Seite auf. So. Ja, wenn Sie mir direkt folgen möchten, kann ich Ihnen den Schlüssel geben. Gerne. Ja. Er steht auf, lächelt ein wenig fast spitzbübisch. Und voller Freude, ja. Können Sie nicht einfach herholen? Ja, das ist auch möglich. Ist es in Ordnung, wenn Sie einige Minuten hier warten? Soll ich Ihnen etwas Musik anmachen? Ist das nicht notwendig? Er nickt, geht zur Tür, blickt sich nochmal zu euch um, reibt sich ein wenig die Hände und geht dann. Nicht wie, yes, yes, ihr seid in meine getappte Falle, nun ihr werdet sterben, sondern einfach, ein besonderer Tag. Sophie steht auf, schaut sich ein bisschen im Zimmer um. Mhm. Schaut, was sie so findet. Oder sieht vielmehr. Bücher, Ausstellungsstücke, irgendwas hat er ja bestimmt. Ja, sowas in der Richtung. Ist hier irgendwas und Feenartiges? Bitte? Ist hier irgendwas Feenartiges? Nope. Sie. Aber der Raum hat sehr viel weniger Banalität als die restliche Uni. Die war jetzt auch nicht ein Ort des Teufels für euch, aber der hat noch ein bisschen weniger. Sie packt auch die Zeichnung wieder ein. Mhm. Und geht auch zur Tür, öffnet diese. Ist hier irgendwie immer wohler, wenn Türen nicht ganz geschlossen sind, wenn sie die Typen nicht kennt. Mhm. Frau Nova guckt dich etwas verwundert an. Sophie zückt ihr Handy und geht nur kurz raus und tut dann so, als ob sie telefoniert. Mhm. Geht dann wieder rein. Nur damit die sich nicht zu sehr wundert. Ja. Schließt wieder die Tür. Ja, wenige Minuten später kommt er dann auch. Mit einem kleinen Holzkästchen. Das er vor euch auf den Tisch legt. Ja. Er setzt sich jetzt hin und guckt euch ganz erwartungsvoll an. Ich mach das Kästchen auf. Mhm, da ist der Schlüssel drin. Und der ist so aufgeregt, dass er vermutlich die Luft anhält. Wieso? Ja, weil er die Luft offenbar anhält.
Sophie mustert ihn. Er wirkt jetzt auch etwas bleicher als vorher. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ja, natürlich. Ist das der Schlüssel, nach dem Sie gefragt haben? Ja. Ja. Können wir den mitnehmen? Sophie nimmt den erstmal aus dem Kästchen raus. Ich denke schon, wäre es vielleicht möglich, dass ich ihn irgendwann zurückerhielte. Das kann ich Ihnen leider nicht versprechen. Ich weiß noch nicht, was mit diesem Schlüssel passieren wird. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, sich irgendwie bei Ihnen erkenntlich zu zeigen? Nun, sicherlich. Und zwar wie? Nun, das ist eine Frage, die ich... Ich bin überwältigt. Es ist etwas, was ich schwer beantworten kann, jetzt auf die Schnelle. Aber würden Sie vielleicht bitte die Tür schließen? Die schaut David nochmal an. Ich mach die Tür hinten. Tür zu. Wissen Sie, ich habe einfach so viele Fragen und ich kann mir vorstellen, dass Sie mir... Ist denn... dass ihr mir weiterhelfen könnt, ohne dass ich jetzt irgendwie dass das eine Art Hilfe, bei der ihr euch nicht beleidigt fühlen müsst, und ich hoffe, dass ich mir nicht zu viel herausnehme, aber das jetzt auf die Schnelle zu beantworten, mein Verstand ist kaum fassungsfähig. Dann eine erste Frage. Was sind Sie? Ein Wissenschaftler. Nein, das meine ich nicht. Nun, das ist das. Meine Vorstellung von mir selbst mag etwas langweilig sein, aber... Sie sind kein Mensch. Nun, ich fürchte, ich kann das nicht mit einem Ja beantworten. Sondern? Nun, wir alle sind Menschen, denke ich. Bei Ihnen kann ich mir ehrlich gesagt nur mit halber Überzeugung, aber doch schon, ja. Gut. Aber was ist der andere Teil? Nun, ein... Verzeihung, wie ich hoffe, bevor ein Übergang. Ein Übergang, und was ist dieser Übergang jetzt? Es tut mir fürchterlich leid, dass ich Ihnen diese Fragen überhaupt stellen muss, aber um Ihnen Fragen beantworten zu können, muss ich das wissen. Selbstverständlich. Auch ich habe Regeln, an die ich mich halten muss. Ja, und sehen Sie, bei mir sind auch diese Regeln ebenso strikt. Deswegen hoffe ich ja, Formulierungen finden zu können, wenn ich etwas Zeit bekäme. Das ist hier heute sicherlich nicht mehr möglich. Mein Kopf platzt. Aber dann... Dass wir beide nichts sagen können und doch alles erfahren, nicht wahr? Dann sagen wir doch einfach, wir treffen uns noch einmal. So, und das würde mich ehren. Sie etwas Zeit haben, sich etwas zu überlegen, und ich ebenfalls etwas Zeit habe, das zu tun, was ich tun muss. Und ich werde mich noch einmal bei Ihnen melden. Das würde mich ehren. Und da ich Ihrer Sekretärin schon mal eine E-Mail geschrieben habe, verfügt sie dann auch über meine E-Mail-Adresse. Das heißt, Sie haben auch eine Möglichkeit, mich zu erreichen. Das ist tatsächlich unglaublich. Ich weiß, ich bin überwältigt. Gut. Dann bedanke ich mich bis hierher. Er nickt und stürzt so halb auf, um zur Tür zu gehen und die dann für euch zu öffnen und sich nochmal zu verbeugen. Dabei. Hält immer noch die Luft an. Hat er zwischendurch irgendwie mal geatmet? Na, beim Sprechen, du kannst nicht sprechen ohne atmen, aber nicht zwischendurch. Sophie muss sich gerade so... Ah nee, sie wusste ja nicht, was das ist. Das wusste ja nur ich.
Verdammt! Du sprichst von dem Ghoul? Ja. Ja, oder dachtest du dir, dass es Vampire sind? Das stimmt, und wir sind in Leipzig. Und der atmet nicht. Nee, er wirkt jetzt auch noch etwas bleicher als vorher. Er hat's einfach vergessen, das ist so aufregend! Das vergisst man nicht. Zwinkert er eigentlich? Sophie achtet jetzt auf ihn. Sie mustert ihn jetzt mal kurz länger. Jetzt, wo ihr am Anfang, als ihr reingekommen seid, ja, jetzt die ganze Zeit nicht mehr. Alles klar. Das meinte ich auch mit vergessen, ja, ja. Sophie lächelt ein bisschen. Gut, dann bis zum nächsten Mal, Herr Barthold. Vielen Dank, ja. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Ja, das konnten Sie durchaus. Sophie geht. Haben wir den Schlüssel jetzt eigentlich schon in der Tasche? Nee. Ja, Sophie hat ihn. Achso. Sie hat ihn genommen, an sich genommen. Dann, nicke ich ihm einmal zu. Dann wünsche ich ihm noch einen schönen Tag. Bitte nochmal. Dann wünsche ich ihm noch einen schönen Tag. Oh, ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht noch, ja? Vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich bald noch einmal wieder. Das würde mich wirklich sehr freuen. So viel geht. Ja, wir hauen ab. Ich glaube, wir haben soeben unseren ersten Vampir getroffen. Ist nicht dein fucking Ernst? Doch. Können wir den das nächste Mal in der Sonne sehen oder so? Überleg noch mal bitte, was du gerade gesagt hast. Ja eben, ich möchte nicht, dass ich... Oh Gott. Bisher, zumindest dieses Exemplar wirkte ziemlich verträglich. Der konnte uns sehen. Ich glaube, das ist ziemlich ungewöhnlich. Ich denke, ja. Euch wurde gesagt, zweifelsfrei, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, weil die Schweine euch nicht als das sehen können, was ihr seid. Es sei denn, sie haben Zaubertricks gelernt, die aber auf jeden Fall nur wenige von denen können. Ihr wurdet entweder belogen oder er hat Zaubertricks gelernt. Hm. Wer hat uns das nochmal alles erzählt? Jeder. Okay. Ich muss wohl irgendwann nochmal in diese Bar gehen. Ich korrigiere, jeder, der Ahnung hat. Die, die keine Ahnung haben, sagen, die konnten das alle. Okay. Ja gut, dann ist es jetzt unsere eigene Möglichkeit, da was rauszufinden, aber nicht jetzt sofort. Denn ich habe jetzt einen Schlüssel. Tata! Ich werde mir jetzt Sulpitz schnappen. Ja. Noch die Nacht, sagst du. Ja. Ab geht er. Sophie gibt ihm erstmal, wenn sie zurückkommt, diesen... Ah nee, sie fährt erstmal mit ihm zu einer bestimmten Stelle in Leipzig. Ja. Und dann holt sie diesen fucking Schlüssel raus und gibt ihm den in die Hand. Er guckt dich an, als hättest du ihm Luft in die Hand gelegt. Alter, muss ich dich jetzt verzaubern. Du bist schon an der bestimmten Stelle, ne? Ja. Da teilen sich langsam die Nebel. Bin übrigens die ganze Zeit dabei, bitte. Natürlich bist du das. Sehr gut. Aber du hast bestimmt den armen Mann nicht so energisch hinter dir hergezerrt. Nee, ich wäre auch eigentlich eher so ein, wollen wir nicht langsamer gehen, damit auch mitkommt und so. Sophie ist die mit dem verletzten Fuß. Touché. Und Sophie schaut ihn jetzt an. Ist das jetzt dein Ernst? Du hast deinen scheiß Schlüssel in der Hand. Komm schon. Also ich, hab ich das, wenn ich das, hab ich das? Ja, das hast du. Ja, dann sollten wir wohl langsam mal gehen. Was stehst du denn hier, dumme Nuss? Er geht ein paar Schritte durch die Nebel, die sich teilen. Sophie geht mit ihm. Ich lauf mit. Lauf durch eine Ebene. Wo gehen wir gerade hin? Ich weiß das nicht. Vertrocknetem Gestrüpp. Kalte und heiße Winde wechseln sich ab, damit es auch für Sophie unangenehm wird. Die Sonne ist verdunkelt. Also an dem... Dort an dem Ort wäre jetzt Sonne, okay. Aber sie ist verdunkelt durch umherfliegenden Sand und irgendwelche anderen dunstigen schwarzen Wolken am Himmel.
In einiger Entfernung seht ihr einen Turm aus weißem Stein, der etwas strahlt durch den Nebel hinweg. Ihr hört das Branden des Meeres. Oh Gott, endlich. Dieser scheiß Leuchtturm. Die Augen von Volker spiegeln jetzt etwas mehr. Alles klar. Weiter, da. Er bleibt jetzt stehen. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt hier hin sollte. Irgendwie. Doch, das solltest du. Ich weiß nicht, meinst du wirklich? Wir machen das zusammen. Naja, aber irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl. Ich habe Kopfschmerzen. Komm schon. Es ist das, wonach du die ganze Zeit gesucht hast. Das, was dir niemand geglaubt hat. Ja, aber vielleicht war es gar keine gute Idee. Das war die beste Idee. Die Leute wurden bestimmt hier dir die Chips herstellen. Nein, es gibt keine Leute, die Chips herstellen. Komm jetzt. Die sind auf jeden Fall nicht hier. Das ist dein Leuchtturm. Das ist die Möglichkeit, all das zu beenden. Die komischen Leute, die Chips herstellen, jeder, der dir schaden will. Ich will aber gar nicht alles beenden. Ich glaube, vielleicht solltet ihr denn mit dem Schlüssel. Also ich meine. Nein, du musst mitkommen. Das ist dein Weg. Na gut. Nur du kennst den Weg. Ja, geht weiter in Richtung des Turms. Sophie hat ihn an der Hand, damit er nicht alleine ist. Das ist manchmal etwas beruhigend. Ja, manchmal lässt er sich durchaus ein paar Schritte zurückfallen. Ja, wie gesagt, sie zieht ihn so leicht mit. Mhm. Aber sie hat ihn an der Hand, damit er einfach nicht alleine ist. Seine Augen spiegeln jetzt vollkommen. Ziemlich beschwerlicher Weg. Ihr habt auf jeden Fall die ganze Gusche voller Sand gefühlt. Dazu reichen ja schon ein paar Körnchen. Und er steht am Ende vor einem Turm, der so ungefähr Leuchtturmhöhe hat. Und darauf steht, erbaut zu Ehren unseres Königspaares Maligara und Ralakesh Danan. Ah nee, Danon. Ah, MRD. Ja. Wir einigen uns mal auf die Ausspracheweise Danon, einfach weil es sonst kacke klingt. Okay. Und vermutlich war es auch so geplant, das ist ein englisches Spiel. Hm. Ja, davor ist eine schwere Holztür. Mit einem dicken, fetten Schloss. Dein Schlüssel. Ja, steckt ihn da rein. Ja, aber macht ihr doch auf und ich warte bei euch zu Hause. Nein, nein, nein. Du hast es fast geschafft. Komm schon, ich bin bei dir. Ich helfe dir, egal was passiert, okay? Er dreht ihn mit zittrigen Händen. Sophie hat ihre Hand auf seine Schulter gelegt. Und dann werdet ihr zu dritt am Türknauf ziehen müssen, damit sich die Tür öffnet. Dann werden wir das tun. Mhm. Unten ist ein kleiner Raum, der schon ein bisschen länger nicht mehr benutzt wurde, aber da hat wohl mal der Leuchtturmwärter drin gepennt. Und dann schwere Steinstufen nach oben. Die sind erst innen, werden aber später außen sein. Also dafür ist dann quasi eine kleine Tür, wo man dann außen angeht. Dann werden wir hinaufgehen. Da ist kein Geländer. Ziemlich gefährlich, vor allem bei dem Wind. Wir werden hinaufgehen. Ihr seht kaum das Meer, denn da ist einfach so viel Sand und überhaupt Nebel. Und damit meine ich nicht den Nebel, der die Welten trennt, sondern einfach Nebel, okay? Deswegen ist es ein Leuchtturm, dafür braucht man ihn. Ja, das stimmt. Oben dann, wie nennt man das, in der Kuppel vermutlich, die nicht selbst verglast ist, steht ein Prisma mit ebenfalls, wo oben auch nochmal der Schlüssel reingehört. Stecken wir ihn hinein, also bringen Sulpitz dazu, es zu tun. Das wird jetzt sehr viel Überredungszeit kosten. Er hat wirklich tierische Angst. Sophie steht immer hinter ihm. Sie hat auch jetzt so den Arm halb auf seine Schultern gelegt, damit er nicht alleine ist. Er schiebt die Treppenstufen runter. Wir reden ihm gut zu. Sophie führt seine Hand mit dem Schlüssel in diese Richtung. Das wollte ich hören. Dann werdet ihr das gemeinsam aufschließen? Richtig. Zur Not führt sie seine Hand wirklich. Naja. Also das dachte ich jetzt schon, dass du das machst. Ja.
Da drin ist etwas Zunder und getrocknetes Holz und ein paar Kohlen. Komm, wir machen das jetzt zusammen an. Und in einer kleinen Klappe unter dem Prisma liegen zwei Feuersteine. Ja. Sophie nimmt einen, gibt ihm den anderen in die Hand. Ja, er fängt an zu heulen, sodass sich ekelhaft der Rotz über seinen Mund bricht. Der schnieft dann so, dass er in den Mund fliegt, während er das mit dir zusammen macht. Und dann entfacht sie das Feuer. Ja. Ziemlich hell durch so ein Prisma. Es zerteilt die Nebel des Meeres. Ihr könnt es das erste Mal den Blick auf den Strand vor... Also es ist ja nicht direkt ein Strand, aber die klippige Küste hat auch kleine Strandausläufer. Und da könnt ihr es erstmal wirklich einen Blick drauf erhaschen. Da sind unheimlich viele Lager... Also nicht unheimlich viele, es sind so ein paar Lagerfeuer von Menschen. Lovecraft hätte sie als degenerierte irgendwas beschrieben. Mischlingswesen, ja. Lovecraft hätte sie als degenerierte Mischlingswesen beschrieben. Oder sind sie auch? Bloß halt nicht Mischlingswesen, sind einfach Menschen. Aber die dort offenbar auch ihresgleichen fressen und dergleichen. Die kaum noch Kleidung am Leib tragen und von dem Licht auch jetzt vertrieben werden. Man sieht gestrandete Schiffe und ein paar Leichen da an Bord, die da auch schon eher lang rumliegen müssen. Und es stinkt so ein bisschen auch nach verbranntem Fleisch generell und Moder und Fäulnis und so ein Gedöns. Am Horizont des Meeres seht ihr eine winzige Landmasse und so ein paar winzige Punkte auf dem Meer. Mehr kann man da erstmal nicht sehen. Okay. Wir warten erstmal noch. Mit der Zeit könnt ihr, weil man wird, der Sulpitz oder Volker wird sich erstmal hinsetzen irgendwann und heulen und sich ein bisschen hospitalisieren vor und zurückwiegen. Sophie nimmt ihn in den Arm. Er würde noch irgendwann wieder aufstehen und angestrengt in die Richtung gucken. Wenn er jetzt auch in die Richtung guckt, seht ihr, dass da kleine Figürchen auf der Landmasse da drüben sich bewegen, umherirren und ihr glaubt, dass sie in Richtung des Leuchtturms gucken, als Fixpunkt und auch ein paar kleine Schaluppen auf dem Meer zu sehen glaubt, die jetzt eher den Leuchtturm ansteuern. Und dann seht ihr einen winzigen Splitter in Volkers Brust, der jetzt eben wie das der vom Lichtschein des Turmes entfacht, immer heller strahlt, quasi euch auch das Augenlicht kurz raubt, wenn ihr direkt hineinblickt. Und zu dem Splitter gehört noch ein ganz großer restlicher Teil, der jetzt auf einem Drachen übers Meer geflogen kommt. Ah. Yay. In Volker kehrt der Rest einer Fee ein. Ich muss es metamäßig beschreiben, weil es sonst dumm ist. Wenn ihr als Feen wiedergeboren werdet, dann werdet ihr eins mit einer Menschenseele, von denen ihr jeweils Teile übernehmt. Das passiert hier nicht. Was da kommt, kommt direkt aus dem Traum und vertreibt alles, was Volker als Mensch ausgezeichnet hat, sowohl vor als auch nach seines Wahnsinnigwerdens, bis auf einen winzigen Rest. Und wo das Teil hingeht, keine Ahnung, vielleicht stirbt der. Und während das Licht dann nach ein paar Minuten abstrahlt, erfasst euch das Gefühl, dass ihr bei diesem Verpuppungsvorgang hier Arkadien so nah wart, wie noch nie in eurem ganzen beschissenen Leben und so nah wie vielleicht selten überhaupt mal. Ihr habt jetzt alle Wirt 3. Und vor euch sitzt oder kniet jetzt eine königliche Gestalt eines Schiefs.
Bitch. Ote, ich wusste doch, dass sich das gelohnt hat. Warte, ja. Warte, wir sind noch nicht fertig. Okay. Macht uns jetzt erstmal zur Sau? Ja, natürlich. Nein. Also, gleich. Ich hab eine scheiß Rotze noch an der Klamotte. Der hat gefälligst den Mund zu halten. Nein, nicht mehr. Alles, was den Menschen ausgemacht hat, wurde verdrängt. Okay. So. Dieser Typ, wo steht das denn? Ah ja, da. Trägt eine eher zerschlissene Rüstung aus Rinde und Schnee, also schneebedeckter Rinde, die ordentlich an einigen Stellen aufgebrochen ist. Er hat weißes, schulterlanges Haar. Er sieht etwas gröber aus als die anderen Ski. Ihm fehlt alles vom rechten Knie an abwärts in Fahrtrichtung rechts. Er guckt leidlich verwirrt und das Wichtigste ist, also so auf seiner Holzrüstung ist natürlich das Wappen eines Drachens, kriegt er gleich. Das Wichtigste ist aber, dass ihr wisst, dass die Verpuppung eines Skis euch selbst hätte auf die Knie zwingen müssen und euer Schädel vermutlich in den Stein des Leuchtturms eingefahren wäre vor Geilheit. Aber ihr scheint wie immun zu sein gegen sein Ski-Antlitz. Okay. Ein paar Minuten Zeit, um sich irgendwie mal zu sammeln. Und wartet erstmal, bis er die Worte gefunden hat. Sie neigt kurz einmal den Kopf. Es ist ein gottverdammter Ski, ne? Ja. Ich gehe auf die Knie. Auch wenn er mich nicht dazu zwingt, das ist immer noch ein Ski. Er hat das verdient. Dann, ich meine, er kann sich jetzt schlecht hinlegen. Was macht denn der? Wieso soll er sich hinlegen? Na, um euch seine Ehre zu erweisen. Nee, er wird dann irgendwann aufstehen. Ich bin euch zu ewigem Dank verpflichtet. Ich hab kaum ein Gespür dafür, was ihr auf euch genommen habt und was ihr geopfert habt, um es mir zu ermöglichen, nach all der Zeit der Suche hierher zu finden. Aber ich danke euch. Sophie lächelt einfach nur. Ich nick ihm zu. Bitte, das beschämt mich, wenn du kniest und ich nicht. In diesem Fall, nicht nur in diesem Fall, aber nach dem, was ihr, ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gespür, dass dieser Körper hier euch einiges Beschwerliches auferlegt hat. Sprechen wir nicht mehr davon. Er nickt leicht dankbar. Wie dürfen wir euch nennen? Barmef. Na dann, willkommen zurück, Barmef. Danke. Sein Name ist David und dein Name ist Sophie. Sophie wurde mir noch mitgegeben von den Erinnerungen dieses Körpers, aber welches Jahr schreibt ihr hier? 2000, sind wir jetzt schon 18, ja? 2018. Ja. Dann ist quasi kaum Zeit vergangen. Ich hörte, dass einige von uns hier angekommen sind im Jahre 1968 oder sowas. Also bin ich kaum nach ihnen angekommen. Kaum mehr als ein Wimpernschlag. Gut. Aber immerhin fast ein ganzes Menschenleben. Ihr scheint etwas verwirrt. Ja, natürlich. Wir sollten dich zum Hof bringen, hm? Wem gehört das Land hier? Du bist in den Salzlanden. Dem Grafen Zarkash. Einem Gwydion. Ja. Und welchen Monat schreibt ihr hier?
Was sind wir gerade eigentlich? Februar? Januar. Im Januar. Dann ist es nicht das Land eines Gwydion. Ist es einer jener seltenen Winter-Gwydion? Nein, leider nicht. Es hat sich etwas geändert. Die Gwydion halten einen Großteil der Ländereien. Das Rad dreht sich nicht mehr, es ist immer Sommer. Noch. Ich möchte und kann nicht undankbar wirken, scheinen, und es ist mir auch zuwider, aber tatsächlich möchte ich unverzüglich mit dem Nächsten von Adel und Geschlecht sprechen, der hier aufzufinden ist. Dann wohl mit einer Angehörigen des Hauses Eilund. Nun gut. Dann folgt mir doch einfach. So. Und die das jetzt greifen soft, ne? Ja. Ja. Dann würde ich auch sagen, würde ich ihn halt quasi verbeugen. Das wäre dann die Gräfin Soff. Baroness. Baroness, stimmt. Baroness Soff. Er nickt leicht dankbar. Sophie macht sich jetzt auf zum Palast. Sie weiß ja, wo der ist. Genau, ich weiß es ja auch. Richtig, stimmt, du weißt es ja auch. Na, erstmal lauft ihr diesen Weg zurück. Ja. Und dann tretet ihr in die Menschenwelt. Ja. Ach ja, stimmt, der war da ja noch nie. Und dann fällt er rückwärts um, kriecht an die nächste Wand und hält sich den Kopf. Hat er noch genug Glamour oder kann ich ihm irgendwie was geben? Es ist nicht sofort. Also selbst das bisschen Banalität, was für euch völlig normal ist und euch überhaupt nichts tut, scheint ihm hier schon ein bisschen angegriffen zu haben, aber noch viel wichtiger. Da fahren Autos, irgendjemand kommt mit seinem scheiß Ghetto-Blaster vorbei. Sophie geht zu ihm hin, geht in die Knie. Komm hoch. Was ist das? Das Jahr 2018. Seid ihr sicher, dass die Nöcker nicht über den Ski stehen? Ja, ganz sicher. Das hier ist die Technologie der Menschen. Kein Wunder, dass... Boah. Wo findet ihr eigentlich Ruhe zum Denken? Sophie schmunzelt ein bisschen. In uns selbst. Nun gut. Irgend so ein der coole Boy mit dem Ghetto-Blaster, der auf euch zukommt, mit so einer Schirmmütze, die er so weit am Hinterkopf wie möglich trägt, und einer krassen Sonnenbrille in der Nacht, geht an euch vorbei. Du... Warte, was ist denn der richtige Name eigentlich? Bürger ist es ja nicht, das ist ja quasi hier. Was alles ist ja auch nicht. Untertan. Genau. Untertan, gib mir deine Brille. Oder gib mir deinen Augenschutz. Sophie schüttelt einfach nur mit dem Kopf und nickt ihm in Richtung, dass er weitergehen soll. Alter, das ist voll am durchgetreten. Verpiss dich. Wasch dich mal, Alter. Ja, ich gehe halt zwischen dir und sag ihm einfach so, verpiss dich. Jo, ruhig bleiben, Rotschow, Mann, Anna, scheiß Inzestbrüder hier. Sophie, geht nur zu ihm. Das solltest du nicht tun. Die Menschen wissen nichts von uns. Und das muss auch so bleiben. Ich dachte, sie hätten noch ein Gefühl für... Nein, haben sie nicht mehr. Sie kennen nicht ihren Platz, nun gut. Leider nicht, und es ist sehr gefährlich. Das provoziert Reaktionen, die uns schaden. Richtig. Das scheint mir wenig weit hergeholt, ja. Komm. Wir nehmen die ruhigeren Straßen. Es wird höchste Zeit, dass ich mich schnell und unkompliziert einweisen lasse und dann Brüder und Schwestern auf diese Welt hole. Hier scheint doch einiges im Argen zu liegen. Sophie lächelt ein bisschen, während sie geht. Ich fürchte, so leicht wird das nicht werden. Er guckt sich um wie ein verstörter
Zivilisationsferner, den du mitten in die Innenstadt schleppst. Den versucht schon, die ruhigeren Straßen zu nehmen. Eure Luft stinkt unfassbar. Das sind die Abgase von den Autos. Wie viele Feuer könnt ihr brennen haben? In jedem Auto brennt ein Feuer, in jedem dieser Gefährte, die du dort siehst. In jeder Fabrik, in jedem Haus, überall. Viele. Überall gibt es Licht und überall gibt es Ablenkung. Geräte, mit denen man durch die Ferne sprechen kann. Ich zeig dir so ein Handy. Ich könnte jetzt auf dem anderen Ende der Welt anrufen und es würde niemanden stören. Aber du könntest doch auch einfach hingehen. Nein. Wie groß ist die Welt jetzt? Das kommt drauf an. Wenn du mit dem Flugzeug fliegst, ist sie nicht groß. Aber wenn du läufst, brauchst du viele Jahre. Und über die Ozeane wird schwierig. Sophie zeigt ihm ein Bild auf ihrem Handy. Das sagt einem nichts. Man kann mit Google quasi raus. Sophie guckt den Umfang der Erde und rechnet das in Schritte um. Das müsste er verstehen. Das ist etwas weiter, als ich angenommen hatte. Und wie viele Schritte brauchst du? Dieselbe Anzahl. Es sei denn, ich versuche, durch den Traum zu gehen. Dann geht's schneller. Um Gottes Willen. Nun gut. Dafür haben Menschen sich Dinge ausgedacht, die man nutzen kann, wenn man sie nutzen möchte. Sie haben große Maschinen, die nicht zu fehlerbehaftet sind, wie die der Nöcker manchmal. Das habe ich aber niemals gesagt. Die hunderte von Menschen gleichzeitig in einer Stunde oder zwei viele tausende Schritte weit bringt. Durch die Lüfte. Wie viele Menschen leben auf dieser Welt? 7 Milliarden. Grob. Und die Garou haben nichts dagegen unternommen? Wer? Werwölfe. Die Wächter des Wilds. Warum frage ich eigentlich? Offensichtlich nicht. Ich glaube, sie waren zu beschäftigt mit den Vampiren. Gut. Da vorne ist der Eingang zum Palast. Oh, schön, da steht mir halt wieder eine Rotkappe vor. Ja, seid noch ein bisschen weiter weg, noch könnt ihr es nicht einsehen. Eure... warte mal, Titel sind das ja nicht. David und Sophie, ihr habt sicherlich noch Namen, die beschreiben, wer ihr seid. Sicher. Ich bin das Orakel des Winters. Er neigt sein Haupt. Ich bin der Träger des Rummelbanners. Du bist der, der den Traumstein geschaffen hat. Das ist korrekt. Hast du ihn nie fertiggestellt? Leider nicht ganz. Und leider ist er nicht mehr in meiner Obhut. Du hattest deinen Herrn verraten, Dougal. Ja, ich entsinne mich. Nun, da bin ich immer noch anderer Meinung. Du hattest deinen Herrn verraten, ich weiß es jetzt wieder, ja. Ich bin da anderer Meinung. Es hat David! Ja, ich weiß. Andere Gründe. Welcher Meinung bist du?
Ich habe ihm das vorenthalten, was ihm zusteht. Ja, das ist richtig. Aber nur zu unserem Besten. Wie sollte es zu deinem Besten sein? Zu unserem Besten? Das weiß ich leider nicht mehr. Allerdings befürchte ich, dass etwas sehr Böses von dem Stein Besitz ergriffen hat. Ich kann es nicht wirklich, meine Erinnerung nicht sonderlich gut, was das angeht. Der Leuchtturm ist im Besitz aller Vasallen und Herren meines Hauses, und der Leuchtturm weist den Weg tief in den Traum. Ich fürchte jetzt, wo der Traum auf dieser Welt hier schwach ist und fern, sicherlich nur zu einigen speziellen Anlässen, ich als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit für meine Errettung und hoffentlich die meiner Brüder und Schwestern und vieler verirrter Seelen im Traum, würde ich dich zu solchen Gelegenheiten auf den Turm führen, damit du einen Weg siehst, denn ich glaube, dass zu manchen Zeiten des Jahres eher den Traum weist zu den Weg weist zu deinem Stein. Ich denke, das wäre sehr gut. Und du wirst ihn danach den vermachen, den er zusteht? Selbstverständlich. Sofern es keine Gefahr mehr besteht. Aber dies obliegt dann einer Gruppenentscheidung. Wieso? Welcher Gruppe sollte das sein? Ich gucke einmal kurz nach Pi. Sophie lächelt nur ein kleines bisschen und meint dann, ich glaube, wir müssen erstmal herausfinden, was mit dem Stein überhaupt passiert ist. Ich dachte schon, du meinst den Rat unseres Hauses, denn ich glaube, ich bin der Einzige hier. Ja. Ich glaube auch, dass es jetzt etwas ist, was ich dir nun aus Sicht stellen kann. Vielen Dank. Wie ist die Baroness? Das ist eine sehr unspezifische Frage. Genau. Nun, wie regiert sie? Zu mir war sie bis dato immer sehr höflich und war bedacht, mein Wohl im Auge zu haben. Ich habe tatsächlich kaum mit ihr gesprochen, sodass ich das gar nicht einschätzen kann. Ich war auch noch nie an ihrem Hof. Vielen Dank. Ich werde mich nur kurz vorstellen. Und ja. Nee, warte. Ich durchsuche gerade meine. Das war jetzt OT. Das war zu früh. Ich dachte, ich hätte noch irgendwo einen Namen von ihr. Von wem? Von der Sof. Warum die Wisperhexe? Die Wisperhexe, genau. Böse Mutter? Böse Mutter, ja. Vielleicht helfen diese Namen. Ich habe sie irgendwo aufgeschnappt. Ich weiß nicht, ob sie sehr alt sind oder ob sie ihnen bekannt sind. Sie trägt die beiden Namen Böse Mutter oder Wisperhexe. Sind das nicht Namen, die Gemeinen jeder Elon gegeben haben, die irgendwo ein Stückchen Land
zu regieren hatte. Nun, ich weiß es nicht. Ich glaube, mich an so etwas zu erinnern. Vielen Dank. Ich werde mich vorstellen. Ich fürchte, dass diese Welt noch zu viel für mich ist. Es gibt Möglichkeiten, euch zu erreichen, habt ihr gesagt. Die gibt es. Das kommt drauf an, ob du hier bleiben möchtest oder nicht. Weiß man. Wohnt ihr in der lebt ihr in der Baronie oder in der Grafschaft? In der Grafschaft. Die Baroness hat sowohl unsere Adresse als auch die Kontaktdaten. Und ihr seid auch beim Grafen vorgestellt. Entsprechend ist es kein Problem, euch zu finden. Richtig. Ich danke euch. Ich werde, sobald ich gewappnet bin, mit diesen Dingen hier umzugehen. Sicherlich noch einmal versuchen, euch aufzusuchen und eine geeignete Form des Dankes aussprechen. Ja, wir begleiten ihn halt weiter. Irgendwann müsste ja theoretisch die Wache der Tür da stehen, oder? Ja, da steht tatsächlich wieder eine Wache. Es ist allerdings diesmal vermutlich eher ein kleiner Zwerg mit einer blauen Zipfelmütze auf. Ziemlich grimmiger Blick. Dicke Knollennase. Der hat schon viel Bosheit. Allerdings kommt der da mit einem neu erwachten, frisch geschlüpften quasi Ski. Der wird sich jetzt erstmal auf den Boden legen. Ihr müsst immer noch keinen Fuck geben. Ihr müsst bei ihm übrigens nie einen Fuck geben. Es sei denn, er spricht einen Bann über euch aus, aber naja. Okay. Wir gehen erstmal an dem Zwerg vorbei, nehme ich an. Ja, der wird euch zumindest nicht aufhalten. Ja, dann gehen wir jetzt rein. Ja, eben. Ja, ja. Der geht dann auch voran in ihre Freistadt. Da ist erstmal wieder dieser kreisrunde Raum. Und der geht dann zielgerichtet durch die nächste Tür. Auch durch den Warteraum. Und direkt durch die Gänge. Ich folge ihm jetzt erstmal. Also das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Ja, das eben. Ist okay. Da bin ich viel zu neugierig, wie man das sehen. Zum Glück ist er ein Pfadfinder. Das heißt, er findet sich durchs Labyrinth wie nix. Ich muss mir nur mal kurz schon was aufschreiben. Okay. Er betritt dann... Also nee, das macht er tatsächlich nicht. Er wird dann vor ihrem eigentlichen Thronraum stehen bleiben und warten. So ein paar Minuten, geduldig. Dann kommt irgendwann so ein elend Mann, Haussklave, Kammerdiener, und wird dann euch begrüßen, alle. Und wird gar nicht, also er wird quasi kurz den Mund aufmachen, als würde er etwas anmerken wollen, denn er kommt ja nicht angemessen gekleidet. Wird ihn aber dann auch anfangen, wird auch schließen wie so ein Guppi. Sophie ist immer angemessen gekleidet. Nein, man kann sich, wenn du so jeden Tag rausgehst, ist es nicht angemessen, wenn du zu ihr auch so kommst. Verstehst du das? Also klar, das verstehe ich. Und dann wird er quasi die Tür öffnen zu ihr und euch quasi bei ihr ankündigen, die da rauskommt, zu euch sagen, dass ihr jetzt, dass sie gern sich quasi Zeit für euch nimmt. Und dann geht ihr da rein. Aber selbstverständlich. Sie kämmt gerade das Haar, das struppige Haar eines jungen Kopfes und stellt ihn dann wieder zurück, woraufhin er kurz giggelt. Sophie wollte das doch auch mal sehen. Mhm. Dann wird sie ein paar Schritte auf euch zukommen. Euer Ex-Sulpetz. Barmeth. Sinkt auf ein Kniechen und neigt das Haupt. Ich fürchte auch, wir werden das tun müssen. Das würde ich aber sowas von tun. Ich werde schon wahrscheinlich vor ihm unten sein. Ja, ich kenne das Gefühl ja schon. Es ist jetzt, sie gebraucht es nicht ganz so wie ein Gwydion. Aber nee, ich werde das schon freiwillig tun. Ja, ne? Ich habe immer noch was, sie hat immer noch was gut bei mir, quasi. So is it.
Auch nochmal für dich, Sophie, sie hat jetzt, sie ist etwas eitel in ihrer Freistadt, das heißt, sie kann sich etwas mehr Skiantlitz leisten und nicht nur so ein oldes Leichentuch. Ne? Die Beschreibung hat sie ja von damals David mitbekommen. Dann wird sie quasi fragen, wir machen das mal ein bisschen indirekt, wer er ist, und er wird sich nochmal ankündigen als Herr Barme vom Hause Dannen und dem ersten seines Hauses in dieser Welt. Und sie wird sich darüber sehr erfreut zeigen. Vor allen Dingen darüber, dass der Hof des Winters ein neues Mitglied von edlem Blut hat. Er wird sie kurz darüber unterrichten, dass er hofft, dass in den nächsten Tagen weitere eintreffen und dass ihre Vasallen aufmerksam machen soll auf verwirrte Neue in ihren Landen. Und wird sie dann darum bitten, dass sie ihn grundlegend unterrichtet und sich seiner als Mentorin annimmt. Oh. Und sie wird dem natürlich zustimmen. Ihr dürft beide als Zeuge dieses Eides anwesend sein. Das ist sehr schön. Die Formulierung, die da gebraucht wird, ist ein bisschen anders als das, was ihr damals hattet. Und offensichtlich wird da nur von einem Mondmündelzeit gesprochen. Das ist aber, um das alles kennenzulernen, tatsächlich sehr knackig. So ist es. Aber die Privilegien reißen halt nicht ab. Und die meisten gehen dann eh nicht mehr so oft vor die Tür, ne? Ja, mal gucken. Und ja, werden die beiden eher sich unterhalten und sie wird ihn schon mal über Grundlegendes aufklären. Und die werdet dann irgendwann von einem Kammerdiener Elund angesprochen. Die Herrschaft, ich möchte keinesfalls unhöflich erscheinen. Ich denke doch, dass die beiden hier viel zu besprechen haben, es viel zu lernen gibt und auch wenn eure Hilfe garantiert nicht vergessen wird und auch wenn ihr als Zeugen unvergleichliche Dienste geleistet habt, er wirft dabei einen nicht angewidert, aber einen schmähenden Blick zu. Abschätzen ist auch gut. Ist es, denke ich, doch an der Zeit, dass sich hier eure Wege vorerst von denen des Herrn trennen. Sie haben sicherlich recht. Dann wäre es sehr freundlich von Ihnen, wenn Sie uns hinaus begleiten könnten. Selbstverständlich. Dankeschön. Er wird euch durchs Labyrinth begleiten. Ihr haltet jeder am Ende als Kompensation für eure Dienste erstmal 2 Sof. Ich dachte, wir sind eh schon voll bis oben hin wegen der Verpuppung. Nein seid ihr nicht. In Form von... Sieht aus wie Knöchelchen von kleinen Vogelskeletten. Ich guck gerade, wie viel ihr habt. David, wenn du die 2 sofort aufessen willst, dann bist du voll. Sophie, du hättest dann 9 von 11. Oh Gott, habe ich wenig Klemmer. Ja, ich behalte mir die. Okay, schreibst du dir die auf? Also ich werde mir die später zu Gemüte führen, weil, wie gesagt, Sophie kann sehr schnell was herstellen, was sie auch immer wieder akut benutzen kann. Das macht für sie keinen Sinn, sowas aufzuheben. Ja, ich glaube, ihr maximaler Glamour-Vorrat hat sie jetzt auch erhöht mit 3 Würde, aber das gucke ich dann später nochmal nach. Ja. Mit später meine ich jetzt. Ihr werdet also kompensiert und dann nach draußen geführt. Sophie macht sich dann auch erstmal auf den Heimweg. Sie ist ein bisschen schweigsam. Dein Fuß tut dir auch weh. Ja. Nach der ganzen Lauferei jetzt. Puh. Ich sag doch, er ist wichtig. Offensichtlich.
Aber mir glaubt ja wieder keiner. Ich hab dir geglaubt, sonst wäre ich nicht mitgekommen. Das stimmt. Mindestens kann ich jetzt Roland sagen, ich hab's dir ja gesagt. Und auch allen anderen, die mich bescheuert angeguckt haben, außer Walli. Ja, der solltest du es eventuell nicht sagen. Der werde ich sagen, er, keine Ahnung. Befindet sich jetzt in einer entsprechenden Einrichtung. Sehr gut. Das ist ja nicht mal gelogen. Das stimmt. Oh Mann. Aber ich finde das übelst interessant, dass er mich eventuell zum Stein bringen kann. Ja, aber dann sollten wir... ich denke, wir sollten vorher erst noch ein bisschen mehr rausfinden, wenn wir das können. Wir wissen ja gar nicht, was uns da erwartet. Mhm. Ich hätte da schon lieber so eine kleine Armee hinter mir, wenn ich mir das so recht überlege. Ja. Aber ich fürchte, dass das sogar eine Aufgabe ist, die nur wir lösen können. Keine Armee. Ich fürchte, du hast recht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Zumindest, wenn ich dem Gers glauben kann. Dem Gers? Naja. Sag mal, zu dem Stein müssen wir ja nicht nur, weil du ihn zurückhaben willst. Das ist richtig. Sondern auch, damit sich das Rad in den Salzlanden wieder dreht. Wie der Graf so schön anmerkte. Dann hoffe ich mal, dass das neue Mitglied des Winterhofs einigermaßen anständig ist. Das ist wohl richtig. Wäre schön. Jedenfalls mag er uns, glaube ich. Jedenfalls ein bisschen. Er steht auf jeden Fall ein bisschen in unserer Spur. Er scheint nicht alles vergessen zu haben. Ich sage mal, dass es war ja auch anstrengend genug. Oh Gott, ich bin wieder frei. Ich muss keinen Babysitter mehr spielen. Endlich wieder ausschlafen, sagst du. Ja, endlich wieder ausschlafen. Das heißt, ich kann heute so spät ins Bett gehen, wie ich will. Und morgen kann ich einfach pennen. Das finde ich hervorragend. Juti. Alle Sorgen fallen von euch ab. Oh, jemand will euch immer noch essen. Ich hab seinen scheiß Zahn. Er soll gefälligst seine scheiß Fresse halten. Er hat doch keine Wahl. Er tötet euch oder er wird getötet. Dann soll er halt kommen. Dann muss ich halt dafür sorgen, dass sein Zahn wirklich kaputt geht. Dann kann er ja mal ausprobieren, was dann passiert. Ich weiß es. Es scheint auf jeden Fall nicht unbedingt dazu zu führen, dass ihm alle Zähne im Mund bleiben, wenn ich so bedenke, was passiert ist. Das stimmt, aber was soll er denn machen? Er hat doch nun mal keine Wahl, oder? Na, uns besser nicht töten. Ja, aber dann stirbt er. Ja, so auch. So hat er wenigstens eine Chance, wenn er schneller ist als ihr. Stimmt. Siehst du. Also muss er noch mehr Speed nehmen. Oh ja, das tut so einer Feenseele bestimmt gut, sich auf Speed zu setzen, die ganze Zeit sich wegzudrogen. Na, die ganze Zeit nicht, ist ja nur für einen Moment. Ach so. Für den Moment, in einem. Naja, Hauptsache er lässt uns jetzt erstmal in Ruhe. Ein paar Tage sind ja schon vergangen. 3 oder so. Na, immerhin. Da hat er noch 27 Tage. Ja. Vielleicht sollten wir eine längere Reise machen. Du glaubst wohl nicht, dass er mitkommt, oder nicht? Er muss erstmal die Kohle haben, mitzukommen. Woher hast du denn die Kohle für eine längere Reise? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe gehört, Kanada soll schön sein zu dieser Jahreszeit. Schon, aber da hat eine Rotkappe mehr auf dem Kasten als ich. Stimmt. Ich habe jetzt gelernt, wie man da überlebt. Das war eine Lüge. Schön für dich, das ist mir auch nicht so kalt. Nicht richtig.
Naja. Oh Gott, lass erstmal nach Hause fahren. Jo, finde ich gut. Mhm. Ja, ich fahr nach Hause. Ja. Sophie beginnt erstmal das Zwischenzimmer wieder in seinen Ursprungszustand zurückzuversetzen. Ja. Mit Einhornbildern. Mhm. Und dann geht sie wieder in den Garten und geht eine rauchen und genießt es, dass sie alleine ist und macht ein bisschen mit Sir William rum. Naja, solange sie Sophie sie im Sitzen machen kann, ne? Ja. Gut. Ich habe ein Auge auf sie. Mhm. Von oben herab. Weil ich mache mir Sorgen, dass er, ja. Zur Not auch durch die Wand, mit dem Fernglas. Weil ich mache mir Sorgen, dass sie einfach gefressen wird. Okay, das ist nicht ganz ungerechtfertigt. Sollte er sich ausstürzen in der Nacht, werde ich direkt diesen Zahn zerdeppern. Hast du ein Hämmerchen neben deinem Bett liegen? Jojo, ne? Also, okay. Ich habe ja, hab ja auch schon einen chemischen Vorschlaghammer. Das gute Zeug halt. Gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss. Wie? Jetzt schon? Ja. Warum denn nicht? Wir haben ja angefangen. Dann wollten wir doch heute länger spielen. Aber David wartet ja auf zwei Sachen. Nämlich den Hofgeologen und so. Sophie hat jetzt auch erstmal gerade nichts Spezielles vor. Die will jetzt die Sache mit der Rotkappe hinter sich bringen und sich dann irgendwann nochmal mit diesem Typen treffen. Ja, sag ja, Sophie wartet auf die Rückkehr von Kamal. Hä? Sie wartet auf, dass die Sache mit der Rotkappe abgeschlossen ist. Oh, ja, genau, das. Aber ja, das selbstverständlich auch. Das ist beides sowieso ein sehr ähnlicher Zeitraum, ne? Möglich. Und ja. Leider hat sie Davids komische Kommentare diesbezüglich immer nur so halb mitgekriegt. Mhm. Das könnte sie David jetzt durchaus nochmal drauf ansprechen. David, der Monat ist jetzt, das, wenn du das ansprechen willst, ob sich bei ihr was verändert, der Monat ist in einer Woche rum. Den eigentlich wäre er schon jetzt um, glaube ich. Perfekt. Na, David? Dann bin ich auch nochmal 2 Minuten ab, Kai, könnt ihr trotzdem. Ja, nix, ich werde das einfach so auslaufen lassen. Du wirst es einfach so auslaufen lassen, na gut. Natürlich, und wenn er dann wieder auftaucht, dann bin ich halt irritiert, aber... Erst wenn er wieder auftaucht, na gut. Ja, sei denn, sie redet halt ständig von ihm. Nee, ständig nicht, weil sie ja weiß, dass das für dich ein rotes Tuch ist. Also, bisher war David nicht so gesprächig, was das anging. Außer, dass sie jetzt natürlich nichts mehr zulassen wird nach der Sache mit den Handschuhen. Nur noch mal ganz kurz, damit ich wirklich kurz weg. Von dem, was dir Herr Satt erzählt hat, müsste sie, wenn sie von einem Trank gebumst wurde und er jetzt spätestens wirklich ausläuft, in ein nicht Gefühlschaos, sondern in, was hat er gesagt, manche Leute haben sich das Herz bei lebendigem Leibe rausgeschnitten, als die Wirkung nachließ. Ne, sie müsste zumindest irgendwie was entwickeln. Du bemerkst bei ihr davon nichts. Das ist schlecht. Das ist der schlechtmöglichste Ausgang aller Ausgänge. Wieso? Das heißt, dass du wirklich verliebt warst. Oder bist. Mhm. Oh. Was soll denn der Scheiß? Möchtest du das gerne in Time klären? Nee, er wird dich halt beobachten. Und dich mit Samthandschuhen anfassen in dieser Woche. Er hat nicht das Gefühl, dass bei Sophie in irgendeiner Form irgendwas ist. Sophie wird nur irgendwann mal da sitzen, ihn anschauen. Sag mal, David, was ist eigentlich los mit dir? Warum gehst du mit mir um, als wäre ich ein fragiles Glasfigürchen?
Vielleicht hast du es dir ja einfach verdient. David. Was ist los? Ich kenne dich mittlerweile gut genug. Deine Nasenspitze wird rot, wie bei Rudolf. Naja, es kann sein, dass ich mich auch verrechnet habe. Du hast dich verrechnet, bei was denn? Willst du mir sagen, ich sei überfällig, oder was? Was? Nein, keine Ahnung. Bist du? Nein. Das kontrolliere ich nicht. Wenn, dann herzlichen Glückwunsch. Das Problem hat sich seit meinem Feendasein verändert. Also erledigt, meine ich. Okay. Dann tut's mir leid. Sorry. Das musst du nicht leid tun. Alles gut. Wahrscheinlich bin ich einfach nur... Worum geht's denn überhaupt? Alles gut. Nee, offensichtlich ja nicht. Also, was ist los? Du hast dich verrechnet, du befürchtest irgendwas, was denn? Also, wenn irgendwas mit mir nicht stimmt, dann wüsste ich gerne was, wenn du da offensichtlich mehr weißt. Naja, theoretisch. Mal angenommen, dass man dich verzaubert hätte. Müsste demnächst bald eventuell dieser Zauber abbrechen, weil man den nicht so lange aufrechthalten kann. Was für eine Art von Zauber oder mit was für einer Art von Zauber soll man mich denn belegt haben, deiner Meinung nach? Das wird sich klären. Das, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der hätte jetzt eigentlich schon gebrochen sein müssen. Aha. Und deswegen druckst du so rum. Ja, das ist. Und ruderst so und willst mir nicht sagen, was eigentlich los ist. Und versuchst, um den heißen Brei herumzureden. Und das tust du, gelinde gesagt, nicht besonders gut. Und das ist richtig, weil ich immer noch ein bisschen irritiert bin. Wovon denn, David? Also wenn du befürchtest, dass irgendetwas mit mir sei, dann sag mir doch einfach bitte was. Es würde mir tatsächlich helfen, wenn doch irgendwas ist, weil ich es dann möglicherweise auch selbst bemerken könnte und nicht auf deine zweifelhafte Beobachtungsgabe angewiesen wäre. Eine zweifelhafte. Ich beobachte sehr gut. Für ja, bestimmt. In letzter Zeit irgendwie Liebeskummer gehabt? Nee. Dann ist ja alles gut. Hä? Wie kommst du da drauf? Naja, sobald der Zauber bricht, solltest du übelst einen Liebeskummer haben. Welcher Zauber? Na eben. Hast du mich mit irgendeinem Zauber belegt? Ich nicht, nein. Ich will sowas nicht tun. Ich bin doch nicht bescheuert. Weißt du, wie kacke so ein Zauber ist? Also so tief bin ich nicht gesunken. Okay. Außerdem würdest du dich dann ja mich verlieben, wäre blöd. Das wäre tatsächlich blöd. Und das würdest du auch gemerkt haben. Ich denke mal, ja. Sie schaut dich auch immer erwartungsvoll an. Also wer soll mich jetzt mit was für einem Zauber belegt haben, bitte? Die Vermutung lag nahe, dass Kamal dich bezaubert hatte. Genau, aha. Das ist die normale Reaktion, die jetzt darauf folgt. Wenn er noch nicht gebrochen ist. Okay, und wie kommst du da drauf? Und wenn der dann halt bricht, dann zerreißt dir das Herz. Das wäre nicht so schön. Und wie kommst du darauf? Ich mache mir halt hin und wieder Gedanken. Okay, und wie kommst du darauf? Wenn ich da falsch lag oder der Zauber noch nicht gebrochen ist, dann brauchen wir darüber jetzt noch nicht reden.
Solltest du allerdings anfangen, dir das Herz rauszureißen zu wollen vor Schmerz, dann sag mir lieber Bescheid, dann halten die auf. Ah ja. Du hast schon so eine kleine Meise, oder? Wie kommst du auf so einen Quatsch? Naja, wie kommst du dazu, ne? Also, es war nur eine Vermutung. Es kann natürlich sein, dass ich mich geirrt haben könnte, aber das wissen wir noch nicht. Und wie sollte ich diesen... Das Problem ist jetzt, wenn du noch verzaubert bist, macht diese Diskussion einfach gar keinen Sinn. Solltest du niemals verzaubert worden sein, macht diese Diskussion auch einfach keinen Sinn. Und wie lange soll dieser Zauber deiner Meinung nach halten? Naja, theoretisch müsste er diese Woche auslaufen. Also wie lange sollte er denn halten, ab welchem Zeitpunkt gerechnet? Ungefähr deiner Reise. Meiner Reise? Der Anfang oder das Ende? Ah ja, vermutlich das Ende. Das Ende meiner Reise ist jetzt... Oh ne, Spielleiter, wir müssten eigentlich schon Februar haben, oder? Nein, wir haben immer noch Januar. Okay, wie weit sind wir denn jetzt? 25. Das Ende meiner Reise ist schon vorbei, ja? Circa einen Monat. Ja, das Ende meiner Reise ist jetzt seit 2 Tagen einen Monat vorbei. Genau, deswegen müsste das theoretisch jetzt bald demnächst brechen. Ja, ab welchem Zeitpunkt denn gerechnet? Ich hab's jetzt einfach mal am Ende der Reise angesetzt. Ja, aber warum? Weil das der spätmöglichste Zeitpunkt ist, ab dem du verliebt warst. Ah, wer sagt dir, dass ich verliebt war? Oder bist? Oder bin? Und warum zum Henker sollte? Aus welchem unerfindlichen Grund sollte jemand so einen Aufwand auf sich nehmen? Auf welchen unerfindlichen Gründe sollte Kamal so einen Aufwand auf sich nehmen? Was hat er denn davon? Gar nichts. Naja, bis auf, dass er freien Zutritt hier in seinen Kriegsschauplatz hat wieder. Nein, hat er nicht. Den hat er nur, wenn ich ihm den gewähre. Was ziemlich einfach ist, wenn du ihn... Ne? Wenn du ja hier bist, quasi. Ja, und? Siehst du? Es ist ja, wie gesagt, nur eine Vermutung. Wenn das jetzt noch nicht gebrochen ist, dann, wie gesagt, mach das einfach. David, darf ich dir jetzt einfach mal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Illusion nehmen, dass so etwas vorliegt? Das könntest du tun, ja. Dann werde ich das jetzt hiermit tun. Denn der Auslöser dieser ganzen Angelegenheit war in Satyr. Inwiefern? Naja, was da ganz genau passiert ist, weiß ich auch nicht. Aber du erinnerst dich an den Minnesänger? Mhm. Gut. Der ist an dem Abend, an dem ich zurückgekommen bin und Kamal noch hier war, auch da gewesen. Und ist ein bisschen ausgerastet. Und dann kam ein zweiter dazu. Und dann kam ein dritter dazu. Okay. Also quasi Zwei und Roland. Die haben ihre Lieder gespielt und Satyr-Lieder sind ja dafür bekannt, dass sie bestimmte Wirkungen entfalten. Ja.
Und damit hat das alles angefangen. Okay. Ich weiß nicht genau, wie man diese Zauber spricht, von denen du da erzählt hast. Aber das müsste ja dann nicht in meinem Beisein passiert sein, nehme ich an. Geht über Getränke. Also sollte eher die, also irgendjemand dir ein Getränk geben, funktioniert das darüber dann? Das sollte über einen Trank laufen. Mhm. Okay. Zum einen, da dieser Trank, also ich wüsste nicht, wie mir jemand die ganze Zeit über einen Trank hätte irgendwie zuführen können. Ja, es muss immer noch zwischendurch mal passieren. Okay, aber so oft habe ich Kamal gar nicht gesehen. In der Zeit. Und warum sollte er dann noch bevor diese Frist abläuft, abreisen? Naja, damit du nicht mehr hier bist. Okay. Also, ich halte das doch für sehr, sehr fraglich. Diese Frist würde sowieso brechen. Er kann es halt nicht aufrechterhalten. Okay. Und ja, in was für Abständen muss ich so einen Trank zu mir nehmen? Ich glaube, das war erst... Oh, was war das? Ich glaube, zweiwöchentlich oder so? Ich glaube, irgendwie erst 10 Tage, dann eine Woche, dann 5 Tage, dann 3 Tage und am Ende alle paar Stunden. Alle paar Stunden? Ja, ganz am Ende. Einmal am Tag, einmal alle 2 Tage. David... Nee, wie denn? Wie sollte das gehen? Es sei denn, das tut jemand zu uns in die Wasserleitung und dann wärst du genauso betroffen. Einigen wir uns einfach darauf, es ist passiert, was passiert ist. Warum das passiert ist, will und kann ich erstmal gar nicht hinterfragen, sondern es war eigentlich... Es war schon okay, so wie es war. Und du vergisst diese ganze Geschichte mit diesem Tränken und Zaubern und diesem ganzen Quatsch, okay? Es war nur eine Vermutung. Dem ist aber nicht so. Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Offensichtlich. Das ist, oder mag ja sein, dass es so ist. Das wäre nur sehr böse gewesen, wenn quasi das gebrochen wäre und du dir quasi das Herz rausgerissen hätte, dann hätten wir nämlich dich wahrscheinlich vor dem Suizid retten müssen. Das finde ich sehr nett, dass du dir da Sorgen drum machst. Immer. Aber ich denke, dass ich dir diese Sorge tatsächlich nehmen kann. Gut. Da bin ich ja schon mal ein bisschen beruhigt. Das ist schön. Und jetzt komm, schmeiß mir einmal dein ganzes Missfallen über diese Situation an den Kopf, damit wir es hinter uns haben. Es missfiel mir, oder beziehungsweise es missfällt mir, ja, definitiv. Warum? Das darf ich jetzt nicht mehr ansprechen. Das hattest du mir verboten. Ändert dennoch nichts an der Situation. Er hat ja nicht nur mich hintergangen, er hat ja auch Herrn Satz sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ja, aber und etwas zerstört, was sehr wertvoll war. Den Kleinkrieg, den die beiden da miteinander führen, ist, glaube ich, eine Sache, aus der wir uns tatsächlich raushalten sollten und auch etwas, was du dir nicht so sehr zu Herzen nehmen solltest, denn wenn ich dich daran erinnern darf, hast du auch einer Fee einen Schatz aus der Wohnung rausgeholt und du wusstest nicht, was dann passiert. Das hätte auch durchaus etwas Ähnliches passieren können. Hätte? Genau. Ja. Deswegen spreche ich das ja auch gar nicht mehr an, sondern nur noch Und die Angelegenheit, die dich betrifft, die da passiert ist, da waren wir uns schon einig, dass das zumindest sehr grenzwertig war, aber
dass du jetzt, auch wenn es dich betroffen hat zu dieser Angelegenheit, vielleicht nicht allzu nachtragend sein solltest, weil auch du eine Geschichte hinter dir hast, auch in jüngerer Zeit, die ähnliche Angelegenheiten beinhaltet. Ich verstehe tatsächlich, dass du sackig warst deswegen und das kann ich verstehen. Und ich war auch sackig deswegen, weil ich es nicht okay fand, was da passiert ist. Da sind wir uns absolut einig. Aber meinst du nicht, dass es vielleicht irgendwann mal Zeit wird, diese Geschichte irgendwie ruhen zu lassen und dich da jetzt nicht in einen Kleinkrieg zu verrennen, der nicht deiner ist? Habe ich ihn jederzeit wieder angegriffen? Ich habe ihn nur etwas unterstellt, was ich... Du standst messerwetzend in der Küchentür. David, das war schon sehr deutlich. Und du hast sehr deutlich gemacht, dass er bitte diese Wohnung zu verlassen hat, als er hier war. Was okay ist, wenn du das nicht willst, von mir aus. Aber, wie gesagt... Ich habe keine weiteren Handlungen gegen ihn vollzogen. Und okay. Ich werde das auch nicht ohne weiteres tun. Okay. Das heißt, ich sag mal, solange es da nicht zu neuerlichen Vorkommnissen kommt, ist es also, muss ich mich keinen weiteren riesenhaften Diskussionen unterziehen, wenn er hier tatsächlich mal auftaucht, ja? Es wäre schön, wenn er nicht hier auftaucht, aber ja. Mein Standpunkt dazu kennst du, der wird sich auch nicht dadurch nicht verändern. Nur weil er dich jetzt nicht verhext hat, glücklicherweise. Ich verstehe ihn nur nicht. Ich versuche ihn wirklich nachzuvollziehen. Ich verstehe ihn nur nicht. Ich verstehe dieses Rigide daran nicht. Ich habe jetzt eine Meinung über diesen Menschen und das bleibt, oder über diese Fee. Diese Meinung wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell ändern. Also brauche ich ihn nicht in meiner Nähe. Okay. Und ich glaube auch nicht, dass er ein großes Interesse hat, diese Meinung zu ändern. Das würde ich so wahrscheinlich gar nicht mal sagen. Ich für meinen Teil würde sogar behaupten, dass er bei weitem nicht das große Arschloch ist, als dass du ihn da gerade hinstellst. Ich meine, er hat seine Ecken und Kanten, aber die haben wir alle. Die hast du auch und ich hab die auch. Natürlich. Siehst du. Und ich glaube tatsächlich, dass es für alle Beteiligten irgendwie angenehmer wäre, wenn die festgefahrenen Fronten ein bisschen aufweichen. Und ich habe auch, immer wenn er da war, nicht das Gefühl gehabt, dass er dich in irgendeiner Form beleidigt oder sonst irgendwas hat. Der Einzige, der sehr abgeschottet hat, warst du. Das war mir bewusst, dass ich das abgeschottet habe. Das war auch so gewollt. Das ist ja auch okay. Wie gesagt, ich kann deinen Ärger ja nachvollziehen. Aber sag nicht, dass er da vielleicht gar nichts dran ändern will. Du lässt ihm auch nicht gerade die Chance dazu. Daran etwas zu ändern. Momentan stand er ja auch noch unter dem Generalverdacht, dass dich ziemlich hart zu verletzen. Ja, aber da diese Zweifel ja jetzt ausgeräumt sind. Naja, oder in ein, zwei Tagen vielleicht. Ich glaub dir ja, aber vielleicht haben wir uns ja auch einfach verrückt. David, wann sollte das denn passiert sein? Wirklich? Was weiß ich? Es ist einfach so, wie es ist, okay? Akzeptier es einfach. Es ist einfach so, wie es ist. Und ach, keine Ahnung. Wir werden sie. Also das wird schon alles irgendwie dann. Wird es. Möglicherweise. Sollte ich irgendwann mal in den nächsten Tagen das Bedürfnis verspüren, mir die Augen auszukratzen, das Herz herauszuschneiden, es zu essen oder mich der Rotkappe ins Maul schmeißen zu wollen, werde ich dich vorher kontaktieren. Damit du mich davon abhalten kannst.
Ich befürchte, dass das so nicht funktioniert, aber ich finde das gut. Okay. Dass du das wenigstens vorhast. Ich habe das wenigstens vor, damit du dir ein bisschen weniger Sorgen machen musst. Und ich glaube tatsächlich, dass du dir auch wegen Kamal weniger Sorgen machen musst, als du es tust. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Gegebenenfalls. Hat er dir jemals mal gesagt, was er zerstört hat? Bitte? Hat er dir jemals mal gesagt, was er zerstört hat? Nein, ich habe ihn noch nicht gefragt. Es wird irgendetwas von Sandro gewesen sein. Und wie gesagt, ja, was die beiden da für einen Kleinkrieg führen, weiß ich nicht. Aber Sandro hat, weiß Gott, auch keine weiße Weste. So ein bisschen was habe ich mittlerweile auch mal mitgekriegt, ohne dass Kamal mir das übrigens gesagt hat, sondern das habe ich selber mitbekommen. Also niemand von uns hat eine reine Weste. Richtig. So, und wie gesagt, die beiden tun sich gegenseitig also ich sag mal, die beiden spielen ein Spiel, wer tut sich gegenseitig die schlimmeren Dinge an. Also insofern vermute ich sogar fast, auch wenn die Auswirkungen dieser ganzen Angelegenheit natürlich übel sind, dass das nicht das Schlimmste in der Reihe gewesen sein wird und oder keine Ahnung, ist zumindest vielleicht auch nicht ganz so schlimm ist, wie es dargestellt wird. Denn ich sag mal, dass Sandro ein gewisses Interesse daran da hat, zu polarisieren, sollte uns beiden auch klar sein. Auch wenn ich das, wenn ich da nicht alles entschuldigen will, was da passiert ist, auch von Kamals Seite nicht. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, aus der ich mich lieber raushalte. Ich denke einfach, dass beide gegenseitig sich schon versuchen, auf die, ich sag mal, schlimmstmögliche Weise in irgendeiner Form anzugehen. Das ist wahrscheinlich. So, und beide, oder zumindest da rechne ich Kamal an, dass er mich da tatsächlich nie reingezogen hat oder mir tatsächlich auch nie irgendwas über Sandro oder diese ganze Angelegenheit erzählt hat oder versucht hat, mich zu irgendwas, also mir ihn in irgendeiner Form schlecht zu machen. Das hat er nie getan, mir gegenüber. Auch nicht indirekt, er hat es eigentlich nie angesprochen. Nun, ich glaube, das würden beide nicht tun. Aber solange es dir gut geht, ist ja alles in Ordnung. Mir geht's gut, David. Du musst dir keine Sorgen machen. Es ist alles in bester Ordnung. Mein Herz ist da, wo es hingehört, und es schlägt auch so, wie es schlagen soll. Tja. Tee? Gerne. Ja. Ist ja schon verdammt spät. Genau. Irgendwann werdet ihr ins Bett gehen. Ihr träumt beide von einem weinend, schluchzenden, Rotz- und Wasser heulenden Volker, der immer mehr ins Nichts gezerrt wird, Stück für Stück, bis nichts mehr von ihm übrig bleibt. Oh nein, wie schade. Ihr schändlichen kleinen Luder. Machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delli Dorftrottel und anderen.
Na, ihr kleinen Finsterbergmaden. Ist jetzt dumm, dass ich das gerade bei der Folge mache, aber im Wesentlichen wollte ich nur darauf hinweisen, dass die Folgen jetzt ungefähr mal so bei 1,30 max rumdümpeln werden. Vermutlich eine ein bisschen länger und eine so eine Stunde. Und zwar, weil wir unseren Spielbeginn auf so 20:30 hinterverlegt haben. Und das bedeutet, dass ich mich mit der die 20:30 treffe und wir uns dann über Brüste unterhalten, bis Flumi so 21 Uhr von Arbeit kommt und wir eine Viertelstunde später oder so loslegen. Ne? Das ist ja vermutlich auch zum Hören sowieso besser. Aber ne, das war jetzt neben Dingens Kirchen. Ansonsten haben die beiden einfach den Typen geopfert, also gerade Flumi. Und ich habe sie dann am Ende auch nochmal gefragt, ob sie sich wenigstens ein bisschen schlecht vorkommt, und sie meinte, geht so. Da ist also noch moralischer Aufholbedarf, würde ich jetzt sagen, wenn ich sehr eindimensional gestrickt wäre. Vielleicht auch einfach. Ne? Gut. Bis zum nächsten Mal. Hm.